Das sind die Top 10 der besten Roblox-Spiele. Wenn ihr nicht diese coolen Videos verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Oh, mein Kopf! Guck mal, mein Nacken, mein Hals. Das stimmt was mein nicht. Hals Ey, ist unendlich du kannst weit. Auch schrumpfen. Du kannst auch schrumpfen damit wieder. Kann. Hier, zack. Oh mein Gott. Und wieder hoch. Aber was bringt... Lol. Stimmt. Ja, was bringt das, wenn man... Ui. Oh mein Gott, drück mal R. Was macht er denn? Oh, Alter. Wow, dann ziehen wir die am Nacken hoch. Und wir so müssen wir, hier hochspringen und zwar jede Sekunde wächst unser Nacken. Ja, aber das ist noch der schwere, sehe ich gerade. Das ist noch der schwere Wandsprung. Ach der so, zwei noch Siege. Hier unten lang. Und da sind null Klötze da. Einfaches Loch in der Wand. Das können wir theoretisch machen, ne? Guck mal. Das meine ich auch. Ey. Ey, hau mal ab hier, Kollege. Oh mein Gott. Nacken einfahren. Oh Gott. Wow. Ey, nein! Ich bin drauf gegangen. Ich glaube, wir hatten noch nicht genug Klötze. Ey, was ist mit meinem Kopf los? Hast du es gesehen? Hä? Mit deinem Hauch? Danke, das habe ich auch gerade gesehen. Okay, nochmal. Schön schrumpfen lassen jetzt. Warte mal, ne? Man hat gerade Klötze gebraucht, ne? Wir haben noch nicht genug Klötze, Kaspar. Wir haben noch nicht Bro, genug wir können Klötze. Auch außen lang, oder nicht? Nein, können wir nicht. Ich glaube, wir müssen uns entweder kurz eine Halslänge kaufen. Was kostet die denn? Müssen wir eine kleine Halslänge kaufen? Ja, wie viel? Machen wir mal 500 einfach, oder was? 500 nee, rein hier. 500? Okay, komm. So, guck mal, jetzt haben wir ein bisschen Halslänge. Oh, Alter! Guck mal! Was? Guck mal, wo bist du? Jetzt sind wir ja ganz oben. Wo bist du? Oh mein Gott, da können wir jetzt easy hochspringen, ne? Schnappsprung. Aber wir sind noch nicht ganz hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wachsen und Schnappsprung. Alter, das ist so cool. Oh mein Gott, wie hoch komme ich? Hä, das ist so cool. Und nochmal einen höher, Leute. Ey, Oh mein Gott. Das ist so verrückt. Ah, ich seh dich. Ah, ich seh dich auch. Hoppa, ey, hier ist ein Baby. Hast du es geschafft? Was ist denn das? Das goldene Baby, die Trophäe. Sammelt zwei Siege. Okay, das ist ja echt richtig cool, ne? Nein, okay. Unser Nacken setzt sich dann zurück, wenn wir es einsammeln. Nein, verdammte Axt. Das war doch voll teuer gerade. Ich weiß, es war echt voll teuer. Ich komme als Rudolf als Haustier. Hey, Rudolf. Warte, wir können ja runtergehen. Warte, du wirst ertrinken, wenn du. Hier, ein Ei für zwei Siege. Guck mal hier. Kannst du ein Ei holen? Dann können wir uns Haustiere holen mit den Siegen. Ja, und was bekomme ich? Ich guck mal. Was kriege ich? Ich krieg ein Ei und ich krieg einen Hund. Ey, du hast dir Rudolf als Tier gekauft. Du wächst jetzt viel schneller. Ey, voll assi. Aber wir könnten noch ein Haustier holen, ne? Dafür müssten wir aber genug Klötze haben. Ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar Wins. Ich hole mir jetzt 5 Wins. Oh mein Gott, ich hole mir dann auch 5 Wins. Weil dann kriegt man nicht. Ja, und davon neue kann Haustiere. Ich jetzt nochmal ein Ei ziehen und. Okay, ich ziehe noch ein Ei. Oh, komm die schon. Katze, Mann, jetzt reicht's aber. Noch ein Hund. Komm. Noch ein, komm, noch eins ziehen. Noch eins. Ich will das epische Ding haben. Selten! Das ist das Seltenste! Ich habe eine Katze. Ja, 8,5%. Wow! Was? 8,5%? Wie cool! Ja, sehr gut, sag mal. Also man kann die aber auch, glaube ich, nicht dingsen. Okay, mal gucken. Wir können unsere Klötze... Guck mal hier. Oh, guck mal, hier ist so eine Anzeige. Siehst du das? Da können wir genau sehen, wie hoch wir sind, wie viele Klötze. Wo denn? Hier hinten. Siehst du das? Stimmt. Hier. Guck mal, ich bin jetzt gerade... 10? Fast. 10, 20. Hä, warum bist du 20 Klötze? Warum bist du so viele Klötze? Ja. Yeah. Du wächst schneller als ich. So, ne? Kugelkasten, aber für Giraffen? Lol. Was kann man hier machen? Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr kaufen. Wieso? Was müssen wir denn? Okay, dann holen wir uns mal Im Laden können wir nämlich auch unser so Glück und sowas holen. Oder Haustierlager oder dreifache Schlüpfer. Okay, pass auf. Also ich hole mir jetzt einfach mal 250 Halslänge, zack, eingekauft. Ja, hol ich uns auch mal ganz kurz. Weil dann können wir nämlich hier oben. Jetzt gucken wir mal rum. Wir gehen jetzt mal nicht hoch. Wir gucken jetzt einfach nur mal rum. Oh mein Gott, ich bin direkt richtig hoch. Ich auch. Okay, lass mal hier durchgehen. Lass mal hier das Ding schaffen. Diesen Parcours da, oder was? Oh ja, hey, den Parcours, den Schwierigkeitsparcours. Ey, du musst mal runtergucken, man kann das gefühlt gar nicht mehr erkennen. Ich weiß, okay. Ich geh jetzt hier rein, kommst du mit? Okay, ja, ich komm mit. Und los! Wir können jetzt nicht durchgehen. Okay. Wie ist das? Also als allererstes Klötze. Musst du... Oh mein Gott, 12, ich bin draufgegangen. Ja, ich auch. Wieso das denn? Ich verstehe auch nicht, warum man da drauf geht. Also wir müssen durchs Blaue gehen. Durchs Blaue gehen, meinst du? Glaube ich. Okay, dann lass mal kurz gucken. Ich gehe wieder rein jetzt hier. Er ist doch für Babys gemacht. So, jetzt hier. Okay, ich bin durchgegangen. Ja, ich hab's. Jetzt hier 28. Nicht zu hoch, ne? Nicht zu hoch. Hier wieder null Klötze. Nicht zu hoch, null Klötze. Oh mein Gott. Und hier musst du dann anscheinend springen, oder was? Sprung? Oh. Schnappsprung! Schnappsprung! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, den Schnappsprung, Alter. Das war richtig gut. Ja, ich auch. Sehr gut. Und jetzt 45. Vorsichtig. Sprung! Zack, so. Ah,
nein! Ja, ist nicht schlimm, du kannst gegen die Wand laufen, alles gut. Stimmt, jetzt ich hoch. Seh's gerade. Und BAM! Ja! Yeah. Wow. Und hier kann man das dann nehmen, aber ich nehm's jetzt gerade mal nicht. Weil ich nehm's auch nicht für einen Sieg, dann setzt es sich wieder Sieg zurück. Einen Sieg lohnt sich, deswegen ich springe runter. Ui! Ja, ich auch so. Und dann lass mal gucken, wir, was wir uns noch so holen können. Ja, ich habe auf jeden Fall gerade noch ein cooles Haustier geholt, ich hab gesehen. Aha, okay, okay, so. Ich geh mal ganz, ich fahr mich mal wieder ganz kurz runter mit meinem Kopf und dann gehe ich mal rüber über diese Laufbänder, ne, die da sind. Ja, da müssen wir, guck mal, da müssen wir 95 hoch sein, ne? sonst gehst du drauf. Mach dich 95 hoch, sonst ertrinken wir. Ja. Oh, ach so, Gott. Jetzt check ich das erst. Und hier kann man richtig gute Sachen machen, Gott, ne? Oh mein Gott, und rüber hier, hier kriegst du 12 Siege bei Mega-Wolkenkratzer. Ich sehe es gerade, lol. Ich sehe es auch, das ist ja richtig krass. Hallo, die Grafik gibt's noch nicht. Okay, aber wie kann man denn da... Wissen? Warte, wie muss man das denn machen? Ich muss mich mal ein bisschen kleiner machen. Also hier gibt's auf jeden Fall auch einen Lauf... Komm, wir machen das Laufding nochmal hier. Hey, wie soll man... Wie das Laufding? Was hier, ne? Da kriegt man ja, drei Siegelöcher in der Wand. Okay, lass mal hier ein Loch in der Wand, das Dreiding machen. Und ich sehe gerade, das ist ein anderer Turm, der ist noch viel höher. Siehst du den? Oh, oh Mann, nein, ich fall runter, vorsichtig, Alter. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's auch geschafft. Ja, ich bin ein Profi. Ich bin runtergefallen. Was ist das denn hier? Warte mal, hier oben, ganz oben. Oh, zack. Dieses Siegelding ist jetzt so ganz oben, ganz weit oben. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, Kaspar. Okay, aber hier sind nur drei Siege. Man kriegt nur drei Siege, ne? Aber lohnt sich das dafür, das zurücksetzen zu lassen? Ich weiß ja nicht. Nein, nicht für drei Siege. Für 12 Siege vielleicht. Nein. Guck mal, wenn wir runtergehen, ne, können wir hier unten diesen Wandsprung machen. 2.0. Da braucht man 6 Siege. Da kriegt man 6 Siege. Die bekommt man. Ja, genau, die bekommt man. Lol. Okay, so, deswegen, ich bin jetzt mal gespannt jetzt hier. Was ist hier? Was ist wenn ich jetzt hier? Direkt nämlich hochspringe, kommen wir hier mit aufs Hochhaus. Zack. Auf welches Hochhaus? Auf das Dino, das Gerät beim Spawn. Zack. Ach so. Auf das hohe oder was? Und zack. Ey, das ist so cool, ne? So. Man kann ja so extrem. Oh mein Gott. Man kann so extrem hochspringen. Bist du jetzt auf dem, wo wir schon waren, oder auf dem anderen daneben? Nee, auf dem hohen. Auf dem hohen. Das ist es nicht. Das höchste. Mit den Wolken das. Das aller höchste. Oh mein Gott, ich glaube, ich kann gar nicht mehr höher gleich, ne? Wie viel bist du jetzt gerade? Welche Höhe? Oh mein Gott, ich komme nicht höher. Oder? Welche Höhe bist du? Oh, ich komme nicht höher. Nein. Und ich laufe. Ich bin, glaube ich, runtergefallen, oder? Oh mein Gott, ich laufe hier noch wieder runter. Ey, komm, wir fehlen ein bisschen Stollen. Wir kriegen ja nicht mal einen Klotz pro Sekunde. Wir kriegen nur 0,26 Klötze. Das ist voll schlecht. Komm mal nicht hoch, Kaspar. Echt nicht? Ich komm runter. Ach, da oben. Nee, warte, bleib doch da. Ich komm doch jetzt. Na, schaffen wir nicht. Wir holen uns noch Länge oder so oben. 25 oder so. Na gut, dann bin ich jetzt mit dir. Genau, komm mal mit hier so nach oben. Tschüss. Sag mal. Was denn? Echt hier. Ich dachte, du warst da irgendwas Komisches. Keine Ahnung, so. Wieso? Ich bin doch direkt hier bei dir. Schön den Nacken nach oben fahren. Den Nacken nach oben fahren lassen, ne? So. Du kannst auch, während du runterfällst, schon den Nacken wieder weiter nach oben fahren. Ich weiß, das mache ich auch. Hä, das schafft man doch easy. Was ist denn los? Alter, ist ganz knapp, ich das geschafft nur. Hä, wie viel hast du denn? Wie viele Klötze? Oh mein Gott, ich schaff's ganz knapp nicht. Oh, ich auch nur ganz knapp. Guck mal. Okay, plus 25 Halslänge mal holen. Ja, oder? Okay, plus 25. Reicht das? Was glaubst du? Ich hab mir 100 geholt. Oh. Ey, du Assi! Ja! Und das reicht jetzt nicht? Zack. Tja, das 25 jetzt haben nicht gereicht. Ich könnte jetzt 6 Siege bekommen, ne? Wenn ich mir das hole. Ich hole mir nochmal 100 und dann hole ich mir auch die 6 Siege und dann hole ich mir wieder Haustiere. Oh mein Gott, guck, wie hoch ich bin. Boom! Ich weiß. Ey, damit haben wir auf jeden Fall heute fast alles geschafft. Sehr hier in diesem coolen gut! Spiel. Ja, Mann. Sehr cool! Yo, Kaspar, was geht ab? Was geht ab? Hallo. Guck dir mal das Glücksrad da an. Lass mal Freispiel drehen. Dreh drauf hier. Ich dreh. Guck mal, warte, Oh mein Gott, was kommt? Eine Million. Nein, wow, nur 3000. Klötze. Was? Wie viel hast du bekommen? Du hast 3000 nur bekommen? Ich hab nur 3000. Ich muss nochmal drehen für 99 Robux. Ich mach nochmal. In 3 Sekunden geht's hier los. Wir müssen nämlich probieren, weit es geht zu fliegen. Und in der Raketen. Au! Au! Wir einsammeln, desto besser. Oh Gott. Jetzt müssen wir. Okay. Oh, wir haben und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Jetzt gerade. Wir hätten die Raketen gerade eben einsammeln sollen. Ich kann mir hier so ein Ei kaufen. Bringt das was oder was? Ich kaufe mal ganz kurz. Aber nee, warte, das geht schon los. Es geht schon los. Jetzt okay, es geht los. Also jetzt müssen wir hier rüberspringen oder was? Jetzt kommt die Rampe. Und springen, soweit es geht. Und pass auf. Ah, nee. Oh, aufladen. Einsammeln. Schnell, die Raketen sammeln. Alle einsammeln, schnell aufladen. Oh mein Gott, wie viele da drüben auch sind. Oh, goldene Raketen. Oh mein Gott, hier goldene wichtig. Hier drüben nochmal. Ja, ganz viele goldene. Was? Wie viel Sprungkraft hast du? Ich hab 1000. Ich hab 100. Wie, du hast 1000? Wie hast du denn? Ich hab 160. Ja! Hast du 1000 Sprungkraft bekommen? Hallo!
und oh, ich bin Alter, du bist ja nur da ganz hinten. Ja, pass auf, ich habe aber 1 Million Klötze, ne? Oh, was? Eine Million Klötze? Ja, ich gucke, was ich jetzt damit am besten kaufen kann, weil hier gibt es nämlich Eier. Oh Gott, die gibt es ja. Ei für 450.000, das kaufe ich jetzt nämlich mal ganz kurz. Was? Du, das ist das Krasse im Spiel. Wieso holst du direkt das Krasse im Spiel? Ja, gut, okay, warte mal. Ich schau mal. Hol dir doch mal das hier drüben für 1000. Die Start-Eier. Komm, wir fangen hier erstmal ganz ruhig an. Erstmal hier eins. Das 1500 Ei, sagst du? Ja, okay. Das kaufe ich mir. Und was bekomme ich? Bitte ich episch. Gewöhnlich. Oh, nee. Was ist denn das? Und noch ein, warte, ich krieg noch ein. Nochmal gewöhnlich. Oh, und ich auch noch ein. Mann. Komm, dritte Mal. Ey, dreimal gewöhnlich, ne? Ich auch. Komm, wir kaufen uns eins weiter. Hier ist es für 12.000 ja. Schon das Ei. Okay, warte, ich komm. Das 12.000 Ei. Gekauft. Ja, das 12.000 Ei. Okay, ich guck mal. Gewöhnlich. Was hast du bekommen? Ich guck nochmal. Wieder gewöhnlich. Auch gewöhnlich. Ey, ich krieg jetzt dreimal gewöhnlich. Really? Ich hab dreimal wieder gewöhnlich. Ja, selten! Bekommen. Was? Oh mein Gott, was ist jetzt? Habe ich da selten bekommen? Oh mein Gott! Man kann... Plus 600 Speed! Leute, man kann 5 Haustiere auf gerade. Ich sehe es gerade. Ne? Warte mal, dann kaufe ich mir direkt noch hier noch ein paar mehr, würde ich fast sagen. Ja, ne? Ich würde sagen, ich kaufe mir ganz kurz das Ei für 90.000. 90.000? So viele habe ich noch gar nicht. Ja, yeah, wieder gewöhnlich, das kann nicht sein. Ich springe mal eine Runde. Ja, ich krieg nur gewöhnlich, das kann nicht sein. Und jetzt nochmal, komm schon, bitte. 3.600 Klötze. Ich hab neunmal hintereinander gewöhnlich bekommen, ne? 90.000, so viel habe ich noch gar nicht. Ich muss nochmal springen. Ja, du hast noch gar nicht. Aber kein Problem. Ich komme jetzt hier mit meinen richtig krassen Eiern jetzt hier am Start. Ja, ja. So, zack. 87.000, wie bekomme ich denn jetzt nochmal ein bisschen mehr Klötze? Ich habe jetzt gerade 4.000. Alter, wie weit du kommst. 6.000 Klötze gerade bekommen, ne? Mit den Tieren. Okay, krank. Ich kaufe mir jetzt auch mal das für 90.000, das Ei hier. Zack, genau, kaufe das für 90.000. Das Ding ist... Selten! Was? Oh mein Gott, aus dem 90.000 Ei selten bekommen. Hey, wie viel Sprung hast du jetzt dadurch bekommen? 1.500 mehr. Boah, ich habe nur 1.000 beim Gewöhnlichen bekommen, ne? Ich habe jetzt gerade meine Punktzahl überboten. Ich habe voll viele krasse Raketen. Ich bin überlegen, ob ich gleich schon das eine Ei kaufen soll für 450.000. Das ist, glaube ich, richtig crazy. Was? Ich habe gerade mal 1.000 Klötze. Wie viele Klötze hast du denn? 700.000 habe ich noch. Wo hast du denn so viele Klötze her? Hast du dir für Robux was gekauft? Ich habe noch 1 Million Klötze gezogen, du Dulli. Ach ja, stimmt. So, warte, wie viel Kosten sind denn 1 Million Klötze wert? Okay. Oh mein Gott. Gewonnen? Ich kaufe jetzt hier was für Robux. Ich habe gerade eben echt 350 Robux-Base gewonnen, ne? Hä, echt? Ja, sozusagen, weil 1 Million Klötze sind eine... Was hast du bekommen? Ich habe mir für Robux hier ein Ding gekauft. 18.000 Sprungkraft gibt's dafür. Wie, was hast du gekauft? Das ist für 140? Heide Witzka, ja, Mann, genau das 140? Ding. Okay, ich kaufe mal. Guck mal, ich guck mal, was ich dafür bekomme. Alter, einfach 18.000 Sprungkraft. Beim goldenen Ei hast du gekauft, 400? Ne? Ja, safe. Oh, das ist Robux-Ei, sagst du, ne? Alter, und jetzt kann ich einfach 21.000 weit springen und... Was? Ich habe ein krasses bekommen, ein seltenes, ne? Was, ein seltenes? Ich habe 38.000 Sprungkraft auf dem Ding. Was? Yeah. Was? Niemals. Doch. Nochmal. Wie fliege ich? Was? Alter, ich sehe es. 100.000 Klötze habe ich jetzt gerade dadurch bekommen. Ich bin gerade mal 45.000 Klötze geflogen. Warte, ich kaufe mal ganz kurz mal das Ei für 50.000. Bitte mythisch oder irgendwie selten. Ey, nein. Oh mein Was Gott. Hast du bekommen? Wie viel bringt das? 5.000. Ey, du kannst bis zu 100.000 weit fliegen, ne? Ja, das ist schon echt krass, wie weit man fliegen kann. Was kosten die Eier denn hier drüben? Okay, warte, ich spring auch wieder weiter. 400.000. Also ich kaufe mir jetzt nochmal das Ei für 90.000. Komm, dann muss jetzt das Krasseste und drin sein. Ich bin bis 150.000. Legendär! Was? Das Krasseste! Was? Nein, nicht das Krasseste, das ist fast das Zweitkrasseste. Alter, wie viel hast du bekommen? Legendär. 2.500 nochmal Boni. Alter. Komm schon. Hier, ne? Zack. 114.000. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade Sprungkraft 47.000, ne? Ich habe 24.000. Wieso hast du denn 47.000? Weil das eine Ei mir einfach 38.000 bringt. Wow. Hast du es für 800 Robux gekauft? Nein, für 149. Was? Bam. Ich komme immer weiter. Es ist gerade immer höhere Punktzahl. Oh mein Gott. Ich kaufe mir jetzt VIP für 150 Robux. Das sind nur goldene Raketen, die du einsammeln kannst. Okay, du hast recht. Das macht doch echt Sinn, wenn man das kauft, ne? Ich glaube echt. Wir haben schon so viele Raketen, dass das Game sogar schon ein bisschen leckt. Kriegen wir heute das Game sogar zum Crashen. Oder wir bekommen Admin oder so. Aber denk dran, wir haben auch Wiedergeburten, ne? Ab 25 Millionen kriegen wir Wiedergeburten. Ah. Oh Gott. Jetzt habe ich hier freigeschaltet. Ey. Oh ja.
Oh, sind ja. Die alle wieder weg, aber guck dir das an. Es spawnen alle goldene Raketen jetzt gerade, ne? Oh mein Gott. Bringen die ein bisschen was? Oh, die bringen ein bisschen was, aber nicht viel. Ein bisschen was, ne? Da also besser aber als egal, die sammeln, Raketen. Die sammeln sich ja mit einer Zeit. Genau, aber jetzt ist ja gerade sowieso Pause. Und jetzt können wir hier wieder reingehen. Warte, genau, sammeln Raketen, um aufzuladen. Ja. Ich komme jetzt mal ganz auf das Glücksrad für 99 Robux. Das hat mir eben ganz schön viel Glück gebracht, ne? Ich mach auch nochmal. Ich habe jetzt zweimal das, ich habe das ja schon zweimal gekauft, weißt du? So, ich glaube, das Glücksrad, ich habe es gekauft. Mal gucken, was kriege ich? Zack. 3000, Alter. Komm schon, gönn. Ey, ich hab grad 3000 auch! Ja, das ist voll schlecht. Nein! Es geht los, es geht los! Geh weiter, zack! Boom. Ich flieg mega weit, ich mach einen neuen Rekord! Ich merk's gerade! Was? Wow, für mich 1000 Plätze hab ich jetzt gerade. Ich bin Dritter auf dem Server! Bist Dritter? Nein, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich Vierter. Ich bin Dritter auf dem Server jetzt gerade. Ja, safe. Wow. Ich frage mich, ob es eine Taktik gibt, dass man besser abspringen kann, ne? Dass man noch weiterkommt. Bestimmt. Ich krieg aber die ganze Zeit höhere Punktzahl. Warte, ich komme jetzt direkt nochmal hier ein Ei für 4000. Hier drüben. Ja, ich hol mir das 90. Komm schon, nochmal selten. Was? Oh mein Gott, Alter. Hä, wie sagst du die ganze Zeit 400.000 auch? Also, wie viel Geld hast du denn? Ich habe jetzt gerade 500.000. Wow. Und ich fliege weit, so weit wie es geht. Weiter. Ja! 56.000. Ich will mir jetzt auch mal das krasse Ei da kaufen. 133.000, ne? Ich glaube, wenn man das einmal hat, dieses krasse Ei, dann kannst du nur noch weit fliegen. Ja, ich glaube auch. So. Ich würde überlegen, ob ich das Ei kaufen soll für 800 Robux, aber es wäre ein bisschen zu teuer. Alter, stell dir das mal vor, für 800 Robux. Und ich komme nochmal ganz kurz, das Ei hier für 450.000. Komm schon, ein bisschen mythisch. Ich habe mir das noch nicht mythisch. Gewöhnlich. Nein. Oh, ich dachte gerade schon. Das Gewöhnliche bekommen. Aber es ist. Ich habe mir das noch nicht einmal gekauft. Ich brauche das jetzt auch langsam. Das ist trotzdem nicht schlecht, muss ich sagen. So. 380.000 habe ich schon. Ich müsste mir das auch gleich holen können. Hier. Ja, musst du safe holen können. 50.000. Ich jetzt bin ich gerade auf dem vierten Platz. Was? Wir wollen aber ersten Platz werden. Und du kannst ja bis 1 Million aufspringen, ne? Ja, wir springen nachher wirklich bis 1 Million. Mal gucken, was am Ende nachher sein wird. Oh, ich flieg noch weiter. Okay, und ich kann mir jetzt das krasse Ei kaufen, ich hol mir das jetzt. Zack, warte, das geht doch automatisch eingekauft. Sammeln, ne? Und gewöhnlich, nein. Ehrlich? Ich frage mich jetzt gerade, ich glaube, ich kaufe mir nochmal das Robux-Ei für 149 Robux. Das hat nämlich voll viel gebracht. Gut, komm schon, goldene Ei, bitte. Oh, Wasser, Dominos. Was ist das denn? Blitzlord? 18.000, den hast du, dämonischer Zerstörer für Robux? Wie, was hast du? Dämonischen Zerstörer? Ich sehe hier noch was. Was hast du dir gekauft? Im Shop? Du kannst dir im Shop einfach einen dämonischen Zerstörer kaufen für 250 Robux. Was? Okay, ich bin jetzt was? Und für 1.500 Robux kannst du dir einen kaufen, der dir 140.000 mehr Sprungkraft gibt. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. 140.000 mehr Sprungkraft. Ultra glücklich. Gib einen 3% Glücksschub für das schlüpfende Raustiere. Oh mein Gott, rüste 5 weitere Raustiere raus. Das ist, glaube ich, richtig krass. Oh mein Gott, das ist auch OP. Und zack. Alter, komm ich schon. Ich spring weiter. Bam. Oh mein Gott, ich bin auf dem dritten 66.000. Platz. 66.000. 195.000. Ich komme immer weiter jetzt gerade. Was? Das muss ich. Ey, es geht wirklich darum, auch wie man abspringt, ne? Oh. Also entweder ja oder nochmal, entweder nochmal. Nein. Weil ich bin mir da nicht so wirklich sicher, ob man auch wirklich. Ja. Bam. Was denn? 191.000. Ne? Ey, das ist so krass. Komm schon. Weil ich will nochmal das Glücksrad. Ich will mein Glück testen. Nochmal? Ja, das macht so viel Spaß, daran zu drehen. Ich habe da schon 400 Robux gelassen bei dem Glücksrad. 400 Robux? Okay, ich guck mal. Bitte. Ey, 3000. Das kann nicht sein, Alter. 3000 nur? Ja. Ey, wer zuerst lacht am besten, ich sag's dir. Ich bin aber 300.000 ist, 3000 ist schon wenig, ne? Ja, das ist schon echt wenig. Also, 99 Robux ist schon ein bisschen Abzocke jetzt gerade. Ja, ist echt Abzocke. Jetzt kommt mir mit Vollspeed. Ich könnte mir auf jeden Fall jetzt nochmal für 450.000 das nächste Ei holen. Mal gucken, ob ich jetzt mal was Seltenes daraus bekomme. Ich will auf 200.000 kommen, ich bin so kurz davor. Was für ein Ei holst du jetzt? Mythisch. Ich hole mir jetzt für 450.000. Und? Boah. Oh, selten! Was? Oh mein Gott! Okay, ich kaufe mir noch ein goldenes Ei. Komm schon, goldenes Ei. Bitte kein Wasserdominus, ein Feuerdominus. Ja, was hast du? Was hast du da gezogen gerade? Wieder 38.000. Oh. Zack. Wieso fliegst du denn 38.000? Weil wo kriegst du solche Eier denn her? Zack! Aus dem 149er Robux-Ei. Jetzt war nicht so viel Geld in deine Dings reingestellt. Guck mal, weil ich fliege! Bis 248.000. Du Maschine!
Okay, warte, ich bin auf dem zweiten Platz, ne? Alter, unser Ziel ist auf jeden Fall heute, erster Platz zu werden. Erster Platz, ja, ist ja und logisch. Eine und Million beizuspringen, ne? Ich sehe da nur so einen Typen, Alter, der ist an dir gerade vorbeigeflogen. Der ist übel, ja, zwei Punkte weitergekommen. Der ist aber jetzt erst gerade auf dem ersten Platz gegangen, ne? Ja, safe. Ich sammle jetzt lieber hier nochmal goldene Raketen ein. Bam! Ja, schön einsammeln, das bringt natürlich auch wieder ein bisschen. Ich kriege aber die ganze auch höhere Punktzahl, ne? Soll ich mir gleich mal das Ei kaufen für 3 Millionen? Alter, hast du schon so viel Geld? Nee, ich habe jetzt gerade 2,4 Millionen jetzt gerade. Alter, hol dir das mal. Ich will echt mal, was da drin sein könnte. Wow, ich bin zu weit, es geht. Komm schon. Und ja, gut. Ich komme nochmal höhere Punktzahl. Ich hole mir jetzt, nee, ich kann es noch gar nicht holen. Ja, nochmal abspringen hier. Warte, es gibt auch exklusive Haustiere. Achso, das sind die. Ah, okay. Alter, 5 Millionen kosten einfach 1500 Robux, ne? 5 was, Plätze, Alter? Wenn du die so kaufen willst. Überleg grad mal, was sind das? Ne, ich überleg gerade, was sind das so für Dinge? Ich krieg halt keinen Legendär oder sowas, ne? Das ist halt das Problem. Naja, wenn du da Legendär draus ziehst, dann auf jeden Fall. Ja, naja, aber dann sind das halt direkt 3 Millionen weg, ne? Ja, stimmt. Komm schon, jetzt hier alles einsam. Ich werde nochmal ganz kurz noch ein Ei holen für Robux. Das ist so das. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das die beste Investition, die du machen kannst, die nur 149 Robux hier. Meinst du, hier noch ja, eins? Ja, hundertprozentig. Schön ans Ei kaufen, komm schon, Feuer-Dominos, Wasser-Dominos. Ja, da kannst du doch aber nur zwei verschiedene Sachen holen, entweder das eine oder das andere. Ja, aber das eine bringt 18.000 und das andere bringt 35.000. Ah, okay, und aber nicht lang quatschen, es geht wieder los. Oh mein Gott, einer, Alter, wie weit fliegt der? Oh mein Gott, wie weit fliegt der? Was ist mit dem? Der fliegt bis 1 Million. Der ist bis zum Ziel. Okay, was? Das will ich auch schaffen, so weit fliegen mit der. 1 Million, wie weit ist der bitte gekommen gerade? Aber guck mal, ich komme jetzt gerade echt nur bis 300.000. Ich frage mich jetzt, wie man echt noch mal mehr weiterkommen kann. Komm schon. Warte mal. Handelsanfrage. Vielleicht muss man handeln mit irgendwelchen Leuten. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Zum Handeln muss mindestens 100.000 Eis. Ich kann mit Jorge. Der hat aber Alienhase, Alienhund. Komm, trade mal einen krassen Stuff mit dem. Ey, der, ich will seinen Alien-Hund haben. Bam! So, 600.000, ich geb den hier Doppelziegel. Mal gucken, was gibt er mir für den Doppelziegel? Ah, will der was haben, oder was? Episch! Was? Aus dem 54.000er Ei, sehr schön. Ja, der gibt mir nichts. Ich mach ablehnen, der gibt mir nichts. Der will nur nerven. Der will nur Zeit schinden. Ist so. Ich glaube, ich kaufe. Weil er hat das aber wieder geschickt. Will er mir jetzt was geben? Wieder nochmal geschickt? Will er jetzt traden? Oh, der gibt mir seinen Alien-Hase. Nein! Komm schon. Nein! Akzeptieren! Nein! Akzeptieren! Nein! Wehe! Er akzeptiert aber nicht. Oh. Er akzeptiert nicht, er macht wieder raus. Ich glaube, er will den Alien-Hasen mit dir traden. Ne? Er will den loswerden. Ich kaufe jetzt mal das 3 Millionen Dollar Ei. Wow, gewöhnlich. Was ist drin? Das ist nicht deren Ernst. Oh. Gewöhnlicher Slush-Hund. Wie viel bekommst du dafür? 12.000. Naja, okay, aber komm, ist nicht schlecht. Ist nicht aber 3 Millionen, weißt du, das ist voll viel. Bam. Oh, ich bin noch nicht mal über 100.000. 333.000. Ich kratze an den 100.000. Ich kratze an den 100.000. Ich überlege gerade, wie man am besten noch mehr Geld machen könnte gerade, ne? Oder Sprungkraft. Man braucht einen krassen Trade mit irgendjemandem, glaube ich. Ich glaube, du musst ja auch so mehrere Haustiere holen halt. Du kannst auch 10 Haustiere haben. Ne? Zack, wow. Oh, nein. Ich fliege schon wieder richtig weit. Und bam. Okay, die Klötze auf jeden Fall auch wieder weit gekommen. 104.000. Weg mit dem Teil hier. Zack. So, 5.000, 6.000. Komm schon, 600, komm schon. Und 4.000. Bam. Alter, das ist ja so crazy, ne? Die Achtung jetzt hier. Und okay. Zack. Und okay. Los geht die Reise. Wir fliegen weit. Oh. Wir fliegen mega weit. Ja, nein. Zack. Alter, 300. Ich will mal über 100.000 rüberkommen. Ich will jetzt richtig Anlauf. Aber ich sehe gerade, also je mehr Rockets wir einsammeln, desto besser ist es halt, ne? Das ist weiterkommen. Ja, halt. Safe. Ich sammle auch jetzt erstmal ein paar Rockets hier nochmal ein. So. Ich frage mal, ob es halt auch so einen Rocket-Einsammel-Multiplikator gibt. Ja, gibt es. Automatisch einsammeln unten rechts gibt es. Ne? Aber ich meine so, auch? Oh mein Gott, hier liegen ja gerade so viel Gold. Nochmal ein Multiplikator, das wäre. Warte mal, ich sammle die jetzt alle ein. Ich habe das Gefühl, so ein Multiplikator, krass, wenn man die halt einsammelt, das wäre halt nicht schlecht. Ich sehe gerade hier exklusive Haustiere. Ja, das sind diese einen da. Ah, okay. Krassen. Okay, warte, ich sammle jetzt hier halt noch alle. Alle goldene ein, so. Es gibt noch so ein übelst krasses Ei für 900 Robux oder so, ne? Das schwarze da. Ich glaube, ich kaufe mir das gleich mal. Was? Das nämlich, nein! Ja, nein! Das sieht richtig crazy. Ich will auch auf 1 Million kommen. Alter, dann mit dem Ding kommst du auf 20 Millionen. Nee, locker noch nicht. Man braucht doch ein bisschen 3 oder so. Übelst krass. Okay, ich bin jetzt gerade so weit gekommen wie noch nie. 370.000. Oh. 92.000, ey, ich will hier nochmal über die 100.000 mal rüber, so. Komm schon, ich will auf die über die 400.000. Oh, nochmal höhere Punktzahl, ich kriege die ganze Zeit neue höhere Punktzahl. Oh. Komm schon. Nein, ich will noch höher, los. Okay, ich sammle hier noch ein paar Raketen ein hier, so, hier vorne okay, nochmal. Pass auf. Ja.
Jetzt holst wird's dir krass. Das Black Mamba-Ei. Das schwarze Black Mamba-Ei. Ich hätte auch eine 8%ige Chance, ein so ein richtig krasses Haustier zu bekommen. Alter, wenn du das ziehst, das wäre wirklich geisteskrank. Ich glaube, das ist Endgame. Das Cyber-Ei, ne? Cyber-Ei 2. Ich kaufe es jetzt gerade. Ja, schön. Nein, ich habe das normale bekommen. Aber es war, okay, mal gucken, wie bringt das? Wie viel bekommst du? 74.000. Uff. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. 74. Warte mal, da steht auch Handwerk. Man kann die Sachen auch zu Shiny-Sachen machen. Nein, kann man die mashen oder was? Ja, ja. Oh mein Gott, ich bin genau auf 100.000. Jetzt habe ich ein Abzeichen bekommen. Juhu. Warte, ich gucke jetzt mal hier schnell und spring. Wow. Warte mal, ich handle jetzt mal hier mit dem Typen hier. Wow, zack. Ich komme fast zack. Bis, Alter, ich bin bis 500.000 gekommen. Mein das Gott, Ei hat gerade schon hier richtig viel gebracht jetzt, ne? Komm hier, ich hau hier alles rein, komm. Ich glaube, ich kaufe mir gleich das Ei nochmal. Komm, akzeptier das, Jorge. Nein, er hat abgelehnt. Jorge. Sprung! Komm schon hier, du kannst alles haben ich von bin mir, jetzt los! 554, erreiche 500.000 Stollen, ich werde gerade Abzeichen aufbekommen. Oh mein Gott, komm schon. Mach! Nee, ich flieg so weit, wie es geht. Los! Ne? Zack, 543 nochmal. Was macht der? Nein, okay, jetzt ist gerade Pause. Okay, ich komme jetzt nochmal das schwarze Ei. Das schwarze Ei, Kaspar. Mann, der soll das hier mal akzeptieren hier, der Jorge. Das Game macht mich hier arm, sag ich dir. Ne? Das Game macht mich arm. Bitte oh den, Gott, den grünen. Oh, nicht den grünen. Egal. Oh mein Gott, der hat mir alles gerippt. Wie jetzt? Der hat mir alles geklaut, der Jorge. Wie das denn? Ey, der hat mir alles gerippt. Wie das denn? Was hast du denn gemacht? Was ist das denn? Faker. Wieso? Ich habe meine krassesten Sachen reingepackt. Er hat so die krassesten Sachen von ihm reingepackt. Dann habe ich auch akzeptiert gerückt. Er auch. Dann ging so 5 Sekunden Countdown runter. Und bei einer Sekunde hat er seine Sachen schnell rausgenommen. Ich glaub's nicht. Der hat alles gerippt. Nur, dass mich so blöd ich war auf. Von dir. Sprung. Wow. Bam. Ja, nicht schlecht. 673.000. So, warte mal, ich kaufe jetzt mal erstmal ganz kurz. Okay, ich habe jetzt fast das eine Ei. Zack. Oh, der Jorge nervt. Wie weit kommst du? Bis 664.000. Alter, das ist soweit. Okay, noch 3 Sprünge, dann habe ich nämlich 10 Millionen. Bin ich ziemlich gespannt, was in dem 10 Millionen Dollar Ei drin ist, Freunde. Dann werdet ihr direkt wissen, ob sich das lohnt oder ob sich das nicht lohnt. So, 691.000, wieder ein Rekord für mich. Komm schon noch zweimal springen. Ja, los. Wow. 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 Okay, 681, das ist jetzt leider gerade kein Rekord, aber das könnte jetzt ein Rekord werden. 100.000. Komm schon. Ja, okay. 697.000, höchste Punktzahl. Jetzt kommt mir das 10 Millionen Dollar Ei. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da, Freunde. Alter, du spinnst. Bitte legendär, das wäre so heftgewöhnlich. Aber was bitte kriege ich dafür? Was bringt das? 28.000. Ey, ich kann nicht immer noch nicht glauben, dass er mir das abgezogen hat, der ja. Typ, ey. Was sollte aber das? Ich sagen, wir rechnen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge bei dem, Kaspar. Machen wir. Und dann werden wir auch bis zum Ende einmal komplett durchgehen. Dann werden wir bis zum 1 Million Dollar-Turm kommen, ja? Ja. Das wird krass. Ja. Kaspar, bist du bereit, heute in den Freizeitpark zu gehen? Alter, der sieht so krass. Guck mal, was hier neu ist. Oh mein Gott. Der Gravity Deathfire, was ist denn das? Das sieht einfach, ich sag, das wird uns aus den Sitzen hauen, oder? Da wird uns alles aus dem Bauch rausgedrückt. Okay, warte mal. Hallo, einmal bitte 35,99 €. Ganz schön teuer, oder? 35,99 € ist schon echt sehr teuer. Aber ganz schön hab ich hier. Na gut. Durch hier. Ey, das ist so cool. Wir sind einfach in so, oh mein Gott, in so einem Freizeitpark. Das ist richtig groß. Ich hab Hunger, muss ich sagen. Wie viel hast du? Du hast jetzt direkt Hunger. Du willst jetzt was essen, bevor wir in die Achterbahn reingehen. Oh, stimmt. Eigentlich ist das nichts. Eigentlich soll man das ja nicht machen. Ne? Aber eigentlich nicht. Ne? Das wäre jetzt komm, nicht so optimal. Ich lass auch eine Zuckerwatte für dich springen. Ja, okay. Dann hol mal eine Zuckerwatte. So. Okay, so. Zack. Leck. Ja, und... Für den Herrn auch eine. Ich habe für dich bezahlt hier. So. Oh, danke. Okay. Dankeschön. Okay, dann lass mal gucken, was wir als erstes machen werden. Ich war lange nicht mehr in so einem Freizeitpark, ne? Alter, ich war da übelst lang nicht mehr. Guck mal, hier gibt's sogar so Slushies und Smoothies. Ja, aber wir sind hier nicht zum Essen da. Wir wollen hier du hast recht. Wir haben hier richtig viele Achterbahnen überfahren müssen, ne? Wollen wir erstmal anfangen hier oben mit diesem langweiligen Riesenrad? Oder ja, lass mal kurz gucken, damit wir so eine Übersicht zum Park haben. Oh mein Gott, hier ist sogar eine Warteschlange. Wir müssen ja warten.
Was? Hier, echt? Guck mal, 5 Sekunden, was? Ob da ich rein kann. Ey, aber das ist doch leer. Wieso muss ich hier warten? Ist so, das ist total frech. Aber egal, komm, wir gehen jetzt hier rein. Ey, jetzt muss ich noch mal so lange warten. Ich glaub's nicht. Okay, Alter. Warte, ich warte hier auf dich. Ich warte hier auf dich. Okay, ja, dann geht ihr gleich los. 3, 2, 1. So, ich gehe in das Orange rein. Du kannst ey, ich will mit in deine Gondel. Komm schnell mit. Komm schnell mit. Stehen geblieben, so. Ja, besser ist okay, auch. Ich bin jetzt mal gespannt, dass wir gleich die Übersicht vom Park sehen, damit wir direkt Alter, gucken können. Ich sehe da hinten schon so krasse Sachen, ne? Ist das auch eine Wasserrutsche? Weißt du, was ich gehört habe? Das ist die größte Holzachterbahn in ganz Roblox, soll es angeblich. Siehst du die was? Da was? Das ist ja so wie die Kolossus. Die größte Holzachterbahn. Wie aus dem Hansapark, ja, genau, glaube ich, oder Heidepark. Ich glaube Heidepark, glaube ich. Oh mein Gott, guck mal, oh mein Gott, auch da hinten. Oh mein Gott, hinter uns, die Slingshot, siehst du was? Ist es, ist es. Das wollte ich schon immer mal machen, das habe ich bei TikTok und so gesehen. Ey, das, ich habe auch immer, die Leute sind immer so ohnmächtig und sowas geworden. Alter, ja, safe, safe. Ey, ich würde sagen, lass mal erstmal danach zur Wasserbahn, zur Wildwasserbahn. Ich hätte da, oh mein Gott, ja, da sind okay, noch so Sachen. Ja, aber dann wird man direkt halt nass, ne? Ja, sehr aber gut. Lieber ja, okay. Nass als direkt übel. So, lass mal jetzt hier ja, wieder runterdüsen. Jo, raus hier. So, dann können wir nicht hier den Ausgang hier nehmen. Wo ist denn der Ausgang? Hier vorne, oder? Könntest du einen Betreiber kaufen fürs Riesenrad? Könntest du dir selber die Geschwindigkeit einstellen? Ich sehe das da drin. Stimmt, oh Gott, das müssen wir aber... Das machen wir am Ende. Lass uns am Ende noch mal ein bisschen... Oh, ich habe gerade 5... wir halten sogar Geld, dass wir die Achterbahn fahren, ne? Warte mal kurz, ich muss hier mal kurz... Ja? Ich muss hier mal ganz kurz auf Klo, nicht, dass du dich wunderst. Kannst du kurz draußen warten? Ja, okay, dann geh mal auf Toilette, zeig mal. Boah, das tat gut, ey. Ist ja ekelhaft, ist ja ekelhaft. Hände waschen, ganz wichtig. So, zack, wir können wieder raus hier. Okay, dann, ich habe auf jeden Fall eine gute Idee. Lass uns mal hier zur Wildwasserbahn. Ich gucke, wo der Eingang ist. Ich glaube, der ist irgendwo... Also, ich glaube, der ist rechts hier, oder so. Ich, oder? Nee, ich glaub, Dizzy Wizzy Ausgang. Nee, das ist hier... Nee, du, genau, wir müssen dabei hier... Hier müssen wir, ich glaube, rechts rum müssen wir. Hier steht auch Logen, Burger Bar und sowas, ne? Oh, Blascontainer. Was kommt da alles? Mixtape? Ey. Guck mal, Mixtape an, was soll denn das für ein Ding sein? Mixtape? Hier vorne der hier, Mixtape. Oha, ah nee, das sieht langweilig aus. Das sind nur so vorne und zurück, oder? Lass mal lieber, aber oder meinst du? Es dreht sich aber, ne? Aber die Schlange, guck mal. Wie lang die Schlange ist. Nee, die Schlange gehen wir nicht rein. Da gehen wir nicht rein, das ist zu lange. Hä, was ist denn das hier? Intertour ist da rechts neben uns, ne? Sieht auch ganz komisch aus. Oder? Ja, hier, oh, hier können wir rein. Guck mal, da können wir sogar Fotos von uns sehen, wenn wir gefahren sind. Okay, warte. Wie cool. Okay, hier ist nur der Ausgang. Hier müssen wir rein. Hier ist der Eingang. Okay. Hier ist auch schnell. Guck mal, ich gehe in den... ich kann nicht in den schnellen Bereich. Das muss man, glaube ich, kaufen. Ne? Oh mein Gott, das dauert für 18 Sekunden. Als ob. Was? Wieso dauert das so lange? Ey, jetzt muss ich hier auch nochmal 3 Sekunden warten. Weißt du was? Ich kaufe mir jetzt hier im Shop die Fastlane. So, Überholspur, 85 Robux. Haha. Ey, ich sag dir, ne? Geld regiert die Welt. Kommst du oder was? Ja, ich komme jetzt hier. So. So, Fastlane hat geklappt hier, ja, kein endlich. Problem. Ey, und jetzt direkt die nächste Schlange in einer Minute 30 erst. Was? Nein. Ey, wie lange muss man denn hier warten? Nein, das können wir doch locker irgendwie, kann ich hier nicht das Ding holen? Du kannst Operator kaufen. Kannst wo ist denn der Operator? Wo kann man das denn kaufen? Guck mal, da kommen die jetzt hier gerade. Okay, bist du bereit? Ja, ich sitze. Nein! Wie hat er sich da reingeschmuggelt hier? Das glaube ich, ja! Oh mein Gott! Der steht da nur, oder? Der steht, ich weiß nicht, ich sitze auf jeden Fall. Oh mein Gott, es geht los, hatte ich Gott, hatte das ich ist richtig eng jetzt hier, richtig kuschelig. Ist aber echt so, sag mal, wollt ihr da irgendwie kuscheln oder soll ich euch alleine lassen ist oder was? Ist so, nein. Oh mein Gott, hey, oh, der Typ. Ah, der ist in mir drin. Was ist mit dem? Das ist ja ganz komisch. Okay, kennst du diese, normalerweise bei so einer Wildachterbahn. Ja, er ist weg. Guck mal, ich finde First Person ist auch voll cool. Also normalerweise in so einer Wildachterbahn hat man immer so voll coole Erlebnisse, ne? Ja. Wo dann ab und zu jetzt hier gleich so ein Krokodil so anspuckt mit Wasser so von links. Ah, das meinst du, ja. Ist doch gar nicht so lange her. Guck mal. Ich bin, glaube ich, vor... Die Ente. Die Ente. Vor drei oder vier Monaten im Sommer bin ich auch so bei so einer Wildwasserbahn so ganz langsam gefahren und da war auf einmal so ein Schwan. Ja? Der hat mich auch nass gemacht die ganze Zeit. Als und gelacht dabei. Ob. Ja, das war ich komplett als nass danach. Ob. Okay, jetzt wird's interessant, weil jetzt geht's nämlich hier oben rauf. Oh mein Gott, sag mal ehrlich, hast du Höhenangst oder hast du das gar nicht? Nee, eigentlich früher mal, aber jetzt eigentlich nicht mehr wirklich. Ja, mittlerweile ich auch nicht mehr so. Oh mein Gott, da hinten die Slingshot, die will ich unbedingt fahren. Auch die. Guck mal da, die rote Achterbahn. Zeig mal, hinter wo uns. Die. Oh mein Gott. Oder da hinten die orange, die geht sogar Gott, einmal was ist hier alles? Das sind über das 90 krasse Grad Sachen. Geht die. Oh mein Gott, nein. Jetzt sehe ich es gerade. Nein. Jetzt gibt's Abgleich. Nein, das Bild. Oh, nochmal die Regendusche. Ich bin komplett nass, ey. Ich bin auch komplett nass geworden. Jetzt muss ich alles neu waschen. Ich hoffe, das Bild ist gut geworden, ne?
Ich hoffe auch. Ey, wehe, ich habe extra gegrinst. Ja, ich habe auch gegrinst, okay. Aber ich muss sagen, so spannend war es jetzt nicht. Nein, das nein, ich glaube, die anderen Achterbahnen sind cooler. Dafür, dass man so lange anstehen musste? Ja, ist viel zu lange angestanden. Alter, hier ist einfach oh so eine Ente. Oh mein Gott! Wo ist denn die jetzt da hin? Da steht das Ende, okay. Okay. Also, wie würdest du die bewerten von 1 bis 10? Das 10 ist ich muss sagen, eine solide 6. Ja. Was? Ja, ich würde so eine 5 geben, glaube ich. Ja, eine 5 so eine. Okay, lass mal gucken, warte, okay, ob hier okay irgendwo unser Bild jetzt ist. Erhalten. Sehr gut. Da sind guck wir. Guck mal hier. Warte. Ja. Guck mal. Ey, wie cool. Ey, was? Wie cool. Wir sind einfach Nummer 1. Okay. Ich habe die Kamera jetzt gar nicht gesehen. Ich habe die auch nicht gesehen. Wollen wir mal zu dieser roten, krassen Achterbahn, ne? Ja, die sieht krass aus. Und da oben dieser Mega-Looping, ne? Wo startet die denn hier hin? Da oben, oder dieses das sieht richtig crazy hier aus. Hier Train-Tour, ist die das? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob das Train-Tour? Nee, ist doch immer wie mit so einem oder? Zug durch den ganzen Park fährt. Ah, stimmt, du hast recht, du hast recht. Aber hier vorne irgendwo? Aber sicher, ich glaube, wir können einfach hier so rüber gehen. Das heißt, wir können jetzt einfach hier langlaufen. So abkürzen, meinst du? Genau, richtig abkürzen. Ist der Zug irgendwo? Sehe nicht. Na, Vorsicht, das macht man nicht, was wir jetzt hier gerade machen. Nee, bloß nicht nachmachen. Guck, kann da ich vorne ist ein Bahnübergang. Ja, genau, ja, das ist ein Bahnübergang. Oder? Oh Gott, wenn jetzt ein Zug kommt, ne? Oh nein. Ich sehe den. Nein, oder ich doch nicht. Ich höre den noch gefühlt schon. Ja, oder das nicht ist die Achterbahn, nee, habe ich auch gerade gedacht. So, jetzt können wir hier reingehen. In ja, sehr Blast. Gut. Ach, da was oder? Sind auch die Lirne, die da ist, ne? Da, oh schnell. Was machen wir hier? Ich habe doch Fastpass. Nein. Nein. Egal. Du bist doch gekauft, oder nicht? Ja, aber egal, da vorne steht nur 6 Sekunden. Das ist gut. Der sagt dir gerade schon, wir müssen aufpassen, dass du nichts hier liegen lässt, so, ne? Oh nein, Chef. Komm, bald, ich komm. Lass nach hinten, oder? Nach ganz hinten. Nein, es geht zu. Oh Gott. Nein, wo bin ich? Komm her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Komm neben mich. Schnell. Okay. Alter. Ey, wir sitzen oh mein bisschen, Gott, Alter, war das knapp drin hier. Junge, oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, ist die schnell. Das ist die schnellste, mit der ich je gefahren bin. Alter! Ey, die hat richtig Speed gemacht schon? Von 0 auf 100, einfach in 3 Sekunden. Junge, die war richtig schnell. Alter, hab ich richtig in den Sitz reingedrückt. Mich auch. Ich konnte gar nicht mehr atmen, so doll kam die Luft da. So war ich. Alter. Okay, 1 bis 10, was würdest du geben? Wo willst du jetzt hin? Ich würde sagen, lass uns mal zur Lila gehen hier. Die finde ich nämlich sieht auch richtig cool aus. Die sieht richtig crazy aus, ne? Weil die heftigste ist auf jeden Fall die Orange. Du siehst da hinten diesen einen Punkt. Oh mein Gott, ja, Mann. Ich habe auf jeden Fall auch noch Bock auf Slingshot da hinten. Ja, Slingshot über den ganzen Park. Hol dir mal. Ich nehme lieber mal ein Wasser. Ich nehme auch lieber mal ein Wasser. Ne, ich hab den Blocks, die Cola. Boah, das schmeckt ja viel besser. Aber ich hab sogar auch ordentlich Hunger, sehe ich gerade unten rechts, ne? Mhm. Ja, du musst hier immer was reinsnacken, ganz ehrlich. Ich snack hier erstmal die Zuckerwatte rein von dir. Hier, Aquadrop. Nein, das ist doch nicht das, was ich denke. Aquadrop? Meinst du, da fährt man wirklich durchs Wasser durch? Nein. Kein Eindruck steht da. Das wäre krass. Da müssen wir rein. Ey, hier? Was? Ja, ne? Ja. Da oben Aquadrop, ja. Aquadrop. Ey, die sieht auch riesig aus. Die, oh mein Gott, die ist auch voll schnell, sehe ich grad. Das wird, glaube ich, richtig cool aussehen. Ey, ich bin jetzt gerade ein bisschen geheim, muss ich sagen. So, hier. Warte, Schlange, los geht's. Mal gucken, wie lange musst du da warten? Was steht da oben? 4 Sekunden nur steht da oben. Oh, okay. Das geht doch klar. Dann können wir ja auf jeden Fall. Und die Achterbahn ist auch noch nicht da, also wir haben auf jeden Fall keinen Stress. Sehr schön. Und da ist ein Looping sogar auch, ne? Gut. Ja, safe. Und die, also, die heißt Aquadrop. Irgendwas Krasses mit Wasser muss da ja noch passieren, ja, da oder kommt, nicht? Ja, ich glaube auch schon. Also, ich glaub, da kommt sie auch direkt, oder? Wir machen irgendwie, glaube ich, so einen richtig krassen Wasser-Move oder sowas, ne? Ich hätte auch nachher Bock, so eine Achterbahn zu kontrollieren, wo ich die mit richtig viel Speed das wäre krass. Das könnte man am krass bei dem Twister machen, oder nicht? Bei dem da hinten? Ja. Guck, ich gehe jetzt hier nach vorne. Zack. Ey, der will noch eine Runde fahren, oder was? Der will einfach mal sitzen bleiben, fährt oder eine was? Zweite Runde, oh mein Gott, wir können jetzt First-Person-Achterbahn fahren, ne? Ich sehe es gerade. Du kannst auf diese Kamera drücken unten, ne? Wie, auf die Kamera drücken? Gehen. Oh mein Gott! First-Person gehen. Oha! Sicher jetzt erst. Oh mein Gott. Oha. Okay, ich bin First-Person. Warst du auch First-Person? Ja, ich auch. Man kann aber nicht um sich gucken dann, leider. Nein. Du kannst einfach nur nach vorne gucken. Das ist doof. Okay, ich guck jetzt mal so. Gott. Yo, da sind ja mehrere Loopings. Du hast recht. Hä? Ey, da oben, siehst du dieses Regenbogenteil da rechts? Die sind einfach ganz oben. Oh, da ist auch noch eine Schiffsschaukel. Und jetzt stell dir vor, du könntest das Regenbogenteil auf richtig schnell machen. Ist ja wie ein Propeller. Alter, wie so ein Propeller, ne? Dass das Gefühl abreißt. So. Lehn dich mal bloß zurück hier jetzt. Okay, First Person ist an. Oh, ich bin gespannt. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott. Wow. Alter, oh mein Gott, der Looping. Oh mein Gott, was passiert? Alter. Was geht hier ab? Achtung. Oh mein Gott, ich bin nass geworden. Achtung, ey, der macht mich auch die ganze voll nass. Was war das denn? Oh nein, mir wird ganz schwindelig. Oh Gott, das sieht echt gerade richtig crazy aus, ne? Alles in Ordnung, hier weiter, ja. Oh.
Oh Gott, das ist echt. Oh Gott, oh Gott. Oh, da ist das Wasser. Ich hoffe, das ist. Mir wird schon ganz. Mir wird auch schon wird ganz schlecht. Oh nein, oh. Oh mein Gott, jetzt muss es lange bitte anhalten. Oh Gott, Alter, die war auf jeden Fall auch nicht schlecht, ne? Was würdest du der Achterbahn geben von der 1 bis 10? Das war auf jeden Fall eine solide 8 von 10. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, 8 von 10. Passt auf jeden Fall echt sehr gut. Hier können wir sogar Sachen wegwerfen. Nein, ich habe meine Bloxy-Cola weggeworfen. Nein, ich auch. Das war doch gut. Verdammt. Okay, dann lass mal zu so einer Schiffschaukel oder sowas oder zu deinem Slingshot. Wollen wir dieses Regenbogen teilnehmen oder Slingshot? Ja, genau, Regenbogen oder Slingshot. Und danach müssen wir unbedingt zu dieser richtig krassen gelben Achterbahn. Oh, die ist so krass, sehr gespannt. Ne? Die geht einfach über 90 Grad. Können wir sie nicht teleportieren? Was meinst du? Du kannst auch teleportieren, glaube ich. Stimmt. Slingshot hier, Nummer 13. 300 Robux, ja richtig teuer. Yo, okay, da laufe ich lieber. Oh, da weißt du was, wir können doch mal diesen freien Fall ausprobieren, bevor wir die Slingshot machen. Du willst den freien Fall probieren? Warte mal, Luftballons, ich will Luftballon kaufen. Oh, als ob man jetzt die... Ich kann die 15 Robux. Oh mein Gott, ich habe einen gekauft. Guck mal. Oh mein Gott, wie cool. Ich habe jetzt einen Ballon. Ey. Aber ey, der freie Fall sieht gar nicht so hoch aus. Willst du den echt machen? Stimmt, der sieht echt nicht so krass der aus, sieht ne? Sieht nicht so okay, aus. Wollen wir lieber. Lass Slingshot, oder? Ja, lass das Slingshot. Aber siehst du dieses andere Teil dahinter? Gott, ich sehe es auch gerade. Ja, da wird aber bei Slingshot auch eine krasse Schlange sein, glaube ich. Warte, was ist denn jetzt hier? Warte, ist noch irgendwas. Oh, wir können doch diese Holzachter. Obwohl, die sieht. Oh, oh ja. Mein Gott, die sieht auch krass aus. Sieht auch krass, aber auch krass aus, ne? Wie ist das Slingshot hier? Hier, warte mal, hier ist der Eingang. So, schnell. 2 Sekunden geht's um. Ey, der drängt sich vor. Ne? Hey, weg da! Komm, es sind 2 Plätze frei, komm schnell! Ich kaufe jetzt mal ganz so den Slingshot Operator, ne? Schleuderbetreiber. Hm, kauf dir mal hier, so. Ja. Und jetzt musst du das Spiel verlassen. Ja. Oh nein. Oh nein. Aber die kommen schon wieder runter, die Slingshot. Dann stimmt, kann, die kommen wir rein, 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 rein. Schnell. Spring am besten rein oder so. Oh mein Gott, ich will rein, ich sitze drin. Dann muss ich nur sehr absteigen. Sehr gut, ich komm auch, ich bitte dich auch, bitte auch. Steig ab, was macht ihr denn? Die bitte, absteigen. Steig ab, die Bette. Ja, schnell, Kaspar. Ja. Weggenommen. Hau ab da, weg mit dir. Vordrängeln. Karma, ne, vordrängeln und dann auch lange warten müssen, selbst schuld. Wissen wir, wann es losgeht oder kann man das irgendwie erfahren? Man hört so einen Sound, dann geht das langsam los. Aber kommt denn so ein Countdown oder gespannt. Schießt du das Ding einfach voll? Nein. Nee, da kommt ein Countdown. Ich glaube, man hört irgendwas und dann geht es langsam los. Nein, 5, 4, oh nein. Nein. Oh nein. Nein. Oh nein. 1. Oh mein Gott, Kaspar! Oh mein Gott, du! Alter, wie krass sieht das bitte schon aus? Oh mein Gott! Wow! Mein Handy ist mir fast runtergefallen. Oh mein Gott, pass auf, pass bloß auf. Alles gut. Ich wollte ein Foto machen von dir, weil du gerade so aussiehst, als würdest du dich gleich übergeben. Ey, oh, das war jetzt gerade ganz, ganz übel auf jeden Fall, ne? Also, ich bin mal gespannt, wie das Foto jetzt gleich aussehen wird. Oh, das wird wahrscheinlich richtig crazy aussehen. Ich denke auch. So, fahrt uns bitte wieder runter. Ist so, ich will hier raus. Das Ding ist, ich glaube, jetzt wird unser Foto wahrscheinlich... Oh Gott. Ja. Hilfe! Oh mein Gott. Was macht er denn? Weg hier! Ja, so, alles gut. Alles so, gut. Und jetzt okay. raus hier. Ja, lass uns jetzt mal hier raus. Oh. Alter. So, gucken wir das Foto. Gemacht, ne? Hier! Wie cool! Da! Leute, macht davon mal ein Bild und schickt mir das ist irgendwo. So. Das ist ja richtig bei cool. Bei Instagram. Ja, Mann, wie wir da sitzen, Alter. Wie cool! Okay, bist du bereit jetzt für die krasseste orangene Achterbahn? Ich bin absolut bereit. Oh, die ist so da hinten, die sieht auch crazy. So stark aus, ne? Aber da müssen wir erstmal hinlaufen. Das ist ein kleiner Ritt. Ja, das ist ein kleiner Ritt. Aber wir können auf jeden Fall jetzt gleich zu dieser einen Brücke da gehen. Da war nämlich so eine Brücke, sehr die wir gespannt. Nutzen konnten. Ist da ein Horrorhaus? Das sieht auch ein bisschen aus wie Hogwarts, oder nicht? Das ist irgendwie so ein Horrorhaus oder sowas, ne? Dizzy Wizzy, was soll das und denn da sein? Links sind auch so irgendwelche ganz normalen Souvenirs und so. Also der Park ist echt richtig cool, dass das hier Leute. Die richtige Richtung ist? Ich glaube, wir können. Ich glaube, ja. Oder? Hier, das verlassene Haus, stimmt. Ja, was ist das für ein Ding? Haus. Steht da? So, Warnung. Damit auf jeden Fall nicht. Das ist nur so eine Geister, warte mal. Geisterfahrt. Ich bin ziemlich verfressen, ich hole mir kurz ein Stück Pizza. Also echt. So. Ja, warte mal, ich muss mir vor der krassen Achterbahn holst du jetzt eine Pizza, so. Ich glaub's ja nicht. Ja, mein Gott, ich habe halt noch ein bisschen Hunger, ey, kann ich doch nichts dafür. So, ja gut, okay. Jetzt, lecker. Dann, ich würde sagen, ich gehe hier vorne so, zur Achterbahn drauf, hin. Okay, wir können jetzt hier reingehen. Okay. Oh. Ey, da kommt schon wieder einer mit. Beeil dich rein. Rein, schnell, Kaspar. Nein, der Widerschaft ist vor mir. Ey, das kann nicht sein. Aber egal, das. Ich bin vor dem Der da Countdown gewesen. Ist nur Dingens. 10 Sekunden. Ja, gut, das geht ja. Aber da steht schon die Achterbahn. Und dann jetzt fährt die direkt los.
Ich hab sie aus dem Tischen gehört. Nein! Oh, Mann! Mann, ey! Egal, hat mir eh nicht Aber bekommen. Egal, es gibt einige. Da fährt doch jetzt gleich schon direkt die nächste. Ach, rein. Stimmt. Ich seh's gerade. Die werden so raufgedingens, ne? Ey, wer, der klaut mir jetzt meinen Spot. Lass nach ganz vorne gehen, okay? Ja, wir gehen auf jeden Fall nach ganz vorne. Ich warte jetzt auf jeden Fall gerade. Ich bin auch schon lange nicht mehr in einer echten Achterbahn gewesen, Felix. Ich auch lange nicht mehr, obwohl ich in der Nähe vom Phantasialand wohne. Ey, lass es mal machen. Lass es bald mal machen, oder was? Ja, lass es ins Phantasialand. Können wir sogar Vlog machen, Leute, wenn ihr wollt. Ja, safe. Machen wir einen coolen Freizeitpark-Vlog. So. So. Okay, sehr gut. Sieht schön mittig. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, also, ich bin sehr gespannt. Also, er hat gerade bedient oder so, ne? Na, recht? Er hat irgendwas gedrückt. Ich hab echt einen Knopf gedrückt, glaube ich. Kann man den Bügel auch noch zumachen oder sollen wir hier mit offenem Bügel fahren? Ich hoffe, der Bügel wird noch. Ja, okay. Ja. Hast recht. Alles ich gut, dachte gerade schon, gut. Das wäre gerade echt schlimm gewesen. Ich habe es mir anders überlegt. Wie jetzt? Anhalten. Ehrlich? Ich will raus. Ich will anhalten. Ich bin raus. First Person jetzt gerade, ne? Raus. Nein, ey. Ey, das ist. Ich habe Schiss bei sowas. Oh mein Gott. Guck mal, die eine Achterbahn ist direkt vor uns. Oh mein Gott, da oben. Reincrashen, Kaspar. Alter. Oh mein Gott. Nein, oder? Wie steil werden wir jetzt hier hochgezogen? Oh, ey, das ist doch nicht legal. Oh, wir müssen jetzt hier gerade warten. Er wartet jetzt hier gerade, damit wir da nicht reincrashen in die andere. Ah, damit die Kette sich sozusagen so mal ein bisschen vorbereiten kann. Ja, genau. Oh mein Gott. Es geht los, Alter. Alter, ich kann da gefühlt gar nicht nach... Okay, Ego, ich kann da gefühlt gar nicht nach oben gucken. Ich weiß. Das sieht auf jeden Fall gerade echt crazy aus, wie wir jetzt hier gerade... Oh mein Gott. Das ist... Guck das an, das ist mehr als 90 Grad, ne? Ich weiß. Denkst du, das hier raus... Oh mein Gott, sieht zu crazy aus, ne? Gott, Alter, wie das aussieht. Okay, jetzt guck ich. Kennst du das? Du guckst einfach nur in den Himmel, ne? Du siehst einfach nichts anderes. Ja. Oh mein Gott. Und jetzt aber. Jetzt. Jetzt aber geht's los. Jetzt. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Aufhören. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde schwindelig. Oh mein Gott. Ich glaube, mir wird schwindelig. Aber Achtung. Wie macht's Spaß? Was kommt da alles noch? Oh mein Gott, richtig dicke Kurve hier. Oh mein Gott. Wo noch hin? Oh mein Gott, und ja. Hier hoch. Oh mein Gott. Nein. Runter, ja. Achtung. Oh mein Gott. Wie lang ist die denn, die Fahrt? Also das ist für mich bisher eine glatte 10 von 10. Das ist eine glatte 10 von 10. Oh mein Gott, das ist die krasseste Achterbahn, der ich je gefahren bin. Oh mein Gott. Was? Alter, wo sind wir jetzt hier oder was? Kurze Verschnaufspause. Das hört ja nie auf. Das hört echt nicht auf. Hier ist richtig crazy. Oh nein, ich sehe da noch, ist das hier so ein halber Looping oder was? Oh mein Gott, der wartet hier irgendwelche Schrauben. Oh mein Gott, was ist das für eine krasse Achterbahn? Alter, ja, alles gut. Ich bin völlig kaputt. Oh mein Gott, ich auch schon. Oh Gott. Alter, war auf jeden Fall. Das war vielleicht eine Fahrt, ne? Jo, war das krass. Ey, die war richtig crazy. Oh Gott, ey, dann lass mal lieber schnell nach Hause gehen, würde ich sagen. Würd auch das sagen, war auf jeden Fall ein krasser Tag heute. Lass schnell nach Hause, Kaspar, ja, Mann. Und jetzt können wir erstmal zack hier so das Grundgerüst hier aufbauen. Und zwar müssen wir einfach ganz kurz hier. Ein Town Center, also einfach so in der Stadt, einfach hier, okay, das kaufen wir jetzt anscheinend erstmal so ganz entspannt. Und das wird jetzt hier erstmal gebaut, Leute. Guck mal hier, das wird jetzt einfach gebaut und das dauert auch so ein bisschen. Wie cool ist das denn? Wir können auch noch hier so ein paar Game Passes kaufen. Das Königreich, ach, zweimal Gold oder halt sogar, ist das jetzt hier, mal zwei Troops, okay. Also ein paar Sachen können wir anscheinend noch hier kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen einfach mal ganz kurz mal zwei Gold für 250 Robux und dann noch einmal... das mit Troops warten wir nochmal ganz kurz. So, jetzt haben wir erstmal schon mal eine ganz, ganz kleine Stadt gebaut. Dann haben wir schon mal 45 Gold wieder. Und das können wir jetzt sogar upgraden, Freunde. Und das kostet 50.000. Okay. Ja. So viel Geld haben wir ja gerade leider nicht. Und ey, guck mal hier. Der wird jetzt, glaube ich, quasi einmal ganz kurz. Genau, wir können jetzt einmal so eine Weizenfarm hier aufbauen. Das heißt, die werden jetzt hier so eine kleine Weizenfarm aufbauen. Hier vorne können wir noch einmal so einen Zaubererturm hinbauen, okay. Also der wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kosten. Okay, der kostet 175 Robux. Ich muss mal sagen, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Deswegen kaufe ich mir den mal ganz kurz für 175 so einen kleinen Zaubererturm. Und mal gucken. Oh, wow. Okay, das ist jetzt hier quasi der Zaubererturm. Ich weiß jetzt noch nicht, was der groß bringen soll, Freunde. Dadurch kriegen wir, ich glaube, wenn wir raufklicken oder so, oder allgemein, kriegen wir dadurch mehr Troops oder so. Hier haben wir so 2 von 6. Okay, pass auf, wir haben jetzt hier einmal die Möglichkeit, hier seht ihr schon, das können wir wieder abreißen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Hier können wir jetzt einmal ganz kurz so ein kleines Haus bauen, das kostet 500.
So viel haben wir gerade leider natürlich nicht. Hier vorne können wir noch einmal Elefantensachen und so holen. Vielleicht sollten wir dafür dann erstmal wieder ein bisschen mehr Weizendinger hier kaufen. Deswegen würde ich sagen, hier zack, wieder Weizenfarm. Hier bauen wir dann einmal ganz kurz so einen kleinen Turm hin. Der kostet dann 100. Deswegen, komm Leute, holen wir uns einmal ganz kurz ein bisschen Startkapital. Nämlich 1000 Gold und zwar kostet es auch nochmal 325 Robux. Ist ein bisschen teuer, Leute, aber wir wollen natürlich auch hier ein bisschen loslegen, ne? So, hier, pass auf, wir machen das jetzt so. Hier kommt jetzt einmal ganz kurz so eine Karottenfarm. So, Freunde, dadurch kriegen wir wieder mehr Kronen. Und ihr seht ja schon, das ist unsere kleine Armee, die jetzt immer wieder... Oh, guck mal, hier kommen sogar so Zauberer. Und diese Armee, Leute... greifen jetzt, glaube ich, quasi so Städte hier an. Ne? Das heißt, das hier ist gerade im Besitz von jemandem und das wird jetzt quasi gerade angegriffen. Okay, finde ich mega, mega gut, muss ich sagen. Okay, dann machen wir es mal so. Hier bauen wir nochmal ein paar Häuser hin. Das kostet, ja gut, wir haben ja gerade 6 von 6 Troops. Kostet 500. Ich würde sagen, ist mir noch ein bisschen zu teuer. Ich würde dafür sorgen, dass wir nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen. Was ist das jetzt hier? Wow, das kostet 1000, so einen Markt einfach hier zu bauen, ne? Einfach 1000. Oder wir können natürlich nochmal ganz kurz ein bisschen... Na gut, okay, hier können wir natürlich wieder ein bisschen mehr Gold und so bekommen. Deswegen hier ganz kurz eine kleine Farm kaufen. Hier werden wir zum Beispiel wieder Barrikaden und so bekommen. Dann können wir quasi unsere Leute trainieren. Hier sind wieder... Oh, hier ist natürlich so ein Watchtower. Ich würde sagen, hier holen wir uns mal ganz kurz diesen Watchtower. Hier nochmal ganz kurz einen hin. Dann wird hier nämlich so ein kleiner Turm gebaut. Hier wird nämlich langsam so eine Riesenfestung, dass wir nachher auch so eine Riesenfestung wieder vorne haben. Es wird mega extrem, Freunde. Und hier haben wir jetzt noch die Möglichkeit, okay, na gut, hier kriegen wir natürlich immer ein bisschen Geld so. Aber wir wollen natürlich auch hier einmal ganz kurz ein bisschen mehr Geld verdienen. Deswegen holen wir uns jetzt einmal hier diesen Markt, Freunde. Für 1000 Kronen, ja. Es ist ganz schön teuer. Ich weiß auch gar nicht warum, aber wir können jetzt hier zum Beispiel mal so ein Drachendings kaufen, Leute. Wie kostet das denn? Oh, 250 Robux. Ey, komm, wir kaufen uns auch noch hier ganz kurz hier das mit diesen Drachen hier für 250 Robux. Wenn wir jetzt eh gerade schon am Start sind, alter Schwede, das ist ein Drachenei, Leute. Hier wird jetzt quasi ein Drache nachher entstehen oder so. Das ist ja voll heftig. Okay, pass auf, wir machen das jetzt so. Wir können jetzt hier zum Beispiel Barrikaden noch holen. Oder natürlich hier vorne... das so machen, dass wir noch mehr Truppen haben. Das heißt, noch mehr Leute haben, die jetzt irgendwie hier leben können. Oder was ist das jetzt hier? Oh, dadurch kriegen wir wieder ein bisschen mehr Gold. Ich würde sagen, es ist ganz schön wichtig, dass wir Sachen jetzt gerade holen, die uns mehr Gold bringen. Was ist denn das jetzt hier? 25.000, okay, so viel Geld habe ich gerade leider noch nicht. Deswegen würde ich sagen, das sparen wir uns dann mal ganz kurz. Und ich würde sagen, hier haben wir jetzt gerade jemanden, der uns so ein kleines Camp hinbaut. Guck mal, mit der Axt hier. Unser kleiner Dude ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr schnell am Start. Okay, das ist das Einzige, was wir jetzt hier holen können. Ich würde mal sagen, vielleicht sollten wir... Oh, wir haben gerade 350 Dings gerade wieder bekommen, ne? 350. Oh, weil die da weiterziehen, Freunde. Oh, die kämpfen. Oh Gott, da kommen gerade welche auf uns zu. Oh oh. Oh oh, da kommen echt welche auf uns zu, Freunde. Oh nein, das ist, glaube ich, nicht so gut. Okay, ich würde mal sagen, wir machen das jetzt so. Hier haben wir anscheinend so unser Drachenei. Was? Ich weiß gar nicht, was das jetzt groß bringen soll. Ich glaube, dadurch kriegen wir wieder... Das ist gerade 6 von 6, ne? Ich würde mal sagen, wir holen uns doch mal hier vorne... Was ist das jetzt hier? Genau, wir haben jetzt wieder 320 bekommen. Barrikaden können wir uns natürlich holen. Hier auf jeden Fall auch nochmal so ein paar Sachen. Oh, eine Windmühle, okay. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal ganz kurz hier so eine Windmühle. Dann hier nochmal ganz kurz so eine Karottenfarm. Weil wir dadurch wieder ein bisschen mehr Geld bekommen. Hier können wir natürlich wieder Barrikaden holen. Und was ist jetzt hier noch? Noch mehr Barrikaden. Vielleicht sollten wir nochmal ein paar mehr Häuser kaufen, Leute. Ich kaufe mal ganz hier nochmal hier so eine kleine Weizenfarm nochmal hier hinbauen. So, die können wir eigentlich jederzeit die ganze Zeit hinbauen, ne? So Weizenfarm und so. Hier, zack, pass auf, Leute. Bub, Weizenfarm. Der Rest wird, glaube ich, gleich kommen dann, ne? Okay, jetzt pass auf. Wir bekommen jetzt mal ganz kurz hier so ein Haus, Freunde, für 500. Dadurch haben wir jetzt einen Trupp dann gleich mehr. Und das wird jetzt hier auch gerade gebaut. Und eieieiei, hier können wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz so Weizenfarm kaufen. Dann, ich glaube, hier vorne können wir, glaube ich, noch irgendwas kaufen. Oh, Leute, es wird hier auf jeden Fall mega heftig. Wir werden auf jeden Fall die größte Burg bauen, die es jemals in ganz Roblox geben wird. So. Hier vorne können wir, glaube ich, nochmal, dass sie nochmal ein bisschen schneller trainieren. Wir sagen, für 250 bauen wir nochmal so ein kleines Militär dahin. So, hier haben wir nochmal natürlich die Burg, die dann 25.000 kostet. Das ist ganz schön teuer auch, ne? Wenn man so überlegt, dass man 600 Robux ausgeben muss für 5.000 Coins, ist das schon heftig. Rebirthen. Gut, wir sind natürlich noch nicht, wir können jetzt natürlich von Level 0 auf Level 1 gehen. Ich weiß nicht, sollen wir mal rebirthen, Leute? Ich
Ah, wir können noch gar nicht rebirthen. Na gut, okay, dann brauchen wir uns darüber noch gar keine Sorgen machen. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier schon mal gleich das Haus, genau. Das Haus ist fertig gebaut. Schon gleich so gut wie, ja, perfekt, das Haus ist fertig. Und das, ach, Leute, wir können ja auch die Sachen upgraden, fällt mir gerade auf, ne? Ah, das kostet jetzt 2500, okay. Hier können wir das natürlich auch upgraden. Okay, wir machen mal ganz kurz die Windmühle auf 2. Das Militär wird hier gerade gebaut. Dann können wir natürlich auch hier nochmal ganz kurz upgraden auf, okay, 50.000, Freunde. Ist mir noch ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Und das können wir auf jeden Fall jetzt auch noch nicht upgraden. Hier haben wir noch ein paar Möglichkeiten. Was ist denn dieser Elefantentrainer? Der kostet 125. Ich würde mal sagen, die beiden Elefantentrainer kaufen wir ganz kurz hier, Freunde. So. Oh Gott, die kommen hier immer näher, ne? Uiuiuiui. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt so. Wir haben jetzt nur mal hier vorne eine kleine Windmühle. Die kostet 50 Robux. Ist voll in Ordnung. Dann würde ich sagen, kaufen wir einmal ganz kurz hier wieder so ein paar Barrikaden. Oder... Oh ja, doch, hier kommen, wir bauen es nochmal ganz kurz hin. Und dann holen wir es nochmal ganz kurz hier, so ein neues Haus, Freunde. Hier nochmal ganz kurz ein Haus. Dann haben wir hier nochmal ganz kurz wieder eine Farm hin. Hier nochmal ein Haus, Freunde. Und dann kaufen wir hier vorne nochmal einmal eine Karottenfarm. Genau, weil Karotten wären... Oh, was ist das jetzt hier? Was können wir hier kaufen? Ich glaube, hier kann man nachher eine heftige Burg oder so noch erschaffen, glaube ich. So, die Karottenfarm-Dinger bringen uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Auch hier nochmal für 250 nochmal eine Karottenfarm kaufen. Und hier nochmal ganz kurz so eine... Ich weiß gar nicht, was ist das? Oh, hier wird noch gerade voll viel gebaut, sehe ich gerade. Okay. Und hier vorne können wir theoretisch auch noch ein paar Sachen upgraden. Die kosten aber echt sehr, sehr viel, ne? Oh, obwohl, das geht eigentlich. Für 750 können wir jetzt quasi diese Barrikaden upgraden. Da sollten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen warten. Hier, das nächste kostet 2500, den Markt abzugraden. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht, weil wir dadurch halt voll viel Geld bekommen. Hier noch mal ganz kurz, zack, Weizen. So, wieder Weizen, Freunde. Hier bringt uns anscheinend noch mal wieder ein bisschen mehr Geld. Das heißt, hier kaufen wir noch mal... Ah, hier können wir zum Beispiel noch mal einen neuen Markt kaufen oder einen Tempel. Ich würde mal sagen, wir kaufen hier, zack, einmal ganz kurz einen Tempel hin. Und dann können wir hier leicht noch mal einen neuen Markt kaufen. Aber Leute, hier sind so viele Möglichkeiten, ne, die wir hier alle, oh, was wir alles machen können. Ich weiß gar nicht, wo mit unserem ganzen Geld hin sollen. Hier, pass auf, wir kaufen erstmal noch mal so ein Haus. Weil hier werden jetzt immer mehr Leute kommen. Ich komme auch gerade schon die Drachen. Die Drachen fliegen los. Oh ja, Leute, die Drachen fliegen los. Was bringt das jetzt hier nochmal? Wir können jetzt mal 2 Troops kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal 2 Troops. So, für 300 Robux. Das heißt, wir haben jetzt doppelt so viele Menschen, die jetzt am Start sein werden. Und hier vorne können wir noch einmal ganz kurz so hier kaufen. Okay, das Camp wird erschaffen. Denn die Windmühle wird wieder erschaffen, Freunde. Hier wird wieder ein bisschen Karotten gekauft. Denn hier können wir ja gut ein paar Barrikaden und so. Ich hätte aber ganz schön Lust, hier vorne genau noch mal ein bisschen was mit Geld zu machen. Nämlich einen neuen Markt zu kaufen, muss ich sagen. Also wenn wir einen neuen Markt kaufen, wäre das eigentlich schon ganz gut. Hier können wir natürlich wieder eine Barrikade kaufen. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen das jetzt so. Wir hauen... Oh, warte, was ist das mit dieser Burg? Ah, ein bisschen eine Defensive auch noch hier hinbauen. Warte mal, haben wir das nicht sogar eben schon gekauft hier? So, für 125 Robux. So, Elefantentrainer. Ah, jetzt. Okay. Elefantentrainer ist jetzt hier gekauft. Wir brauchen natürlich nochmal ein paar neue Häuser. So, zack, Freunde. Zack, zack, zack. Ein paar neue Häuser kaufen. Dann machen wir wieder ganz kurz Weizen hier hin. Beziehungsweise erstmal die Karotten. Hier auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Karotten und Karotten. Und immer darauf achten, dass wir natürlich alle Bereiche hier abdecken. Dass wir auch hier ganz kurz nochmal ein paar neue Häuser und so kaufen. Hier sollten eigentlich wieder auch noch Barrikaden am besten hin. Ich würde mal sagen, wir hauen uns auch mal hier ganz kurz so eine Armee, dass die Leute auch mit Pfeil und Bogen quasi rankommen können. Okay, hier, gut, hier kostet das natürlich gerade wieder ein bisschen mehr Geld. Das heißt, hier sollten wir am besten warten. Ich würde mal sagen, danach kaufen wir eigentlich mal wieder hier den neuen Tempel oder so, Freunde. Deswegen hier, zack, Tempel ist gekauft. Hier wieder etwas kaufen mit Barrikaden. Dann würde ich sagen, hier kaufen wir da wieder ein paar neue Dings ein. Ein paar neue Häuser ein. Hier wird doch gerade alles wieder gebaut, ne? Das heißt, wir haben nachher unsere Riesenarmee. Wir sind doch sogar schon wieder ein paar Drachen am Start. Und jetzt haben wir sogar schon was eingenommen hier. Das ist jetzt unser eigener Bereich, Freunde. Hier können wir jetzt sogar... Oh mein Gott, die nehmen quasi hier den ganzen Bereich ein. Das ist ja voll heftig, Freunde. Das ist ja mega, mega cool. Na gut, ich würde auf jeden Fall jetzt mal sagen, wir laufen jetzt hier nochmal ganz kurz zurück, haben jetzt wieder ein bisschen mehr Geld bekommen und machen das jetzt so, dass wir... Beim hier erstmal wieder ganz kurz Karotten anbauen. Dann hier wieder ein bisschen Karotten anbauen. So, Freunde. Und dann
machen wir das so. Ey, auch wieder Karotten. Sag mal. Okay, jetzt. Okay, diese Burg, so einen kleinen Steinturm. Können wir auf jeden Fall schon mal hinbauen. Hier wieder ein paar neue Häuser, würde ich auch wieder sagen. Dann hier haben wir auch noch Möglichkeit, wieder einen kleinen Turm zu bauen. Okay, ein paar Barrikaden für 250. Kann man sich doch auch wieder errichten. Ich würde sagen, hier vorne sind auf jeden Fall... Ah, hier die Axt. Nach sowas suche ich nämlich. Jetzt können wir nämlich hier, zack, das bringt uns wieder ganz viel Geld. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir unsere Sachen auch upgraden können. Das heißt, wir können haben natürlich hier vorne auch den Markt, beziehungsweise auch die Barrikaden. Hier Barrikaden 57, aber den Markt will ich jetzt mal upgraden hier nämlich. Auf 2500, also das kostet 2500 dann, ne? Aber was sollte es eigentlich wert sein? Deswegen, komm Freunde, wir upgraden jetzt mal ganz kurz den Markt, so. Und haben hier vorne wieder ein paar Möglichkeiten, ein bisschen Weizen und so anzubauen. Ich glaube hier, ja, noch nicht so ganz. Oh, doch hier glaube ich gleich, ne? Oh, wir haben auch so viel Geld gerade, Alter. Gerade so viel Geld. Hier wieder ein paar neue Häuser kaufen. Häuser kaufen. Häuser, Alter. Alles voll mit Häusern. Hier wieder so einen kleinen Turm oder was? Genau hier, zack. Kleine Barrikade. Hier wird auf jeden Fall noch ganz gut gebaut. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so hier. Wieder ein paar Barrikaden bauen. So, dass wir, zack, nochmal Leute natürlich auch nochmal ausbilden, die mit Dings gut unterwegs sind. Okay, das können wir theoretisch... Ah, genau, wir wollen jetzt hier den Markt wollen wir upgraden, ne? Oh, warte mal. Wir konnten, glaube ich, hier vorne... Ja, wir dürfen auf jeden Fall den Übersicht... Oh, guck mal, das ist jetzt natürlich alles noch ein bisschen unübersichtlich, aber es ist alles kein Problem. Wir werden hier auf jeden Fall mega, mega heftige Sachen bauen. Wir machen jetzt erstmal so, dass wir den Markt upgraden. Der ist jetzt nämlich... Wo ist der Markt? Hier vorne... Der wird jetzt abgegradet. Oder warte mal. Wird der gerade schon abgegradet? Das wird gerade schon abgegradet, Leute. Warte mal, es wird gerade ganz viel abgegradet. Jetzt hier vorne. Gut, die Barrikaden. Ja. Ich hätte aber gerade Lust, den anderen Markt, den wir hier irgendwo hingebaut haben. Oder den Tempel. Ist hier vorne irgendwo ein Tempel? Nee. Upgraden. Na gut, wir können natürlich die Wände besser machen. Hier die Windmühle. Die können wir upgraden, Freunde. Okay. Dann würde ich sagen, upgraden wir mal ganz kurz auch die Windmühlen. So, die ist sogar schon echt gut geworden. Hier wieder Karottenfarm. Ich würde sagen, die Windmühle ist schon upgegradet. Barrikaden upgraden wir auch mal wieder ganz kurz ein bisschen weiter. Hier kommen wir natürlich jetzt ganz kurz wieder ein paar Karotten-Dinger hin. Hier wieder ein paar Häuser einbauen, Freunde. So, zack. Häuser müssen überall hin. Ich sag's euch, die müssen einfach überall hin, Freunde. Damit wir so viele Leute, wie es nur geht, die nachher in unserem, ja, in unserem riesen Viertel haben. So, hier, der Markt wird jetzt quasi gerade geupgradet. Hier nochmal die Barrikaden nochmal upgraden. Die Windmühle ist schon. Hier vorne können wir... Der Elefantentrainer... Ich weiß auch gar nicht, was der Elefantentrainer jetzt gerade groß bringt, ne? Ich habe einfach nur noch ein paar mehr Truppen, die wir dann haben. So, hier nochmal ganz kurz Karotten. Dann wieder Karotten. Hier nochmal ganz kurz wieder Barrikaden hinbauen. Ich würde sagen, hier nochmal ganz kurz wieder zack für die was hinbauen. Hey Leute, wir können ja gerade so viel kaufen, ne? Ich würde sagen, wir machen hier nochmal ganz kurz so, wenn wir gerade eh hier schon dran sind, zack. Und zack, nochmal so einen kleinen Turm. Dann hier nochmal an der Seite alles ein bisschen besser machen, so, zack, wieder hier. Zack, wieder kleinen Turm, so. Damit das alles auch noch richtig gut aussieht, muss ich sagen. Hier, pass auf, wir können nämlich hier vorne wieder ein bisschen Karotten anbauen. Hier wieder Karotten anbauen. Und dann, ich glaube, wo war das? Genau, wir konnten irgendwo den Markt wieder upgraden, ne? War das hier der Markt? Ne, das war das Town Center. 50.000 kostet das Upgrade dann, ne? Das ist mir dann ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Bis jetzt auf jeden Fall. Gut, der Markt ist hier fast schon fertig. Hier, wir können ja sogar einmal ganz kurz die Häuser upgraden, sehe ich gerade, Leute. Guckt mal hier, die ganzen Häuser, die wir quasi gerade gebaut haben, die können wir alle upgraden, dass da quasi noch mehr Leute drin leben können. Okay, das ist schon mal mega, mega gut, muss ich sagen. Oh, hier habe ich schon wieder ein paar Weizen-Dinger so vergessen. Hier ein paar Karotten, Freunde. Dann hier auf jeden Fall auch wieder, zack, paar Weizen, Karotten-Dinger. Und wir haben ja noch so viele Möglichkeiten, was wir noch alles außen ändern können. Oh, wir kriegen gleich so viel Geld, ne? Wir kriegen gleich so viel Geld. Ich weiß gar nicht, hier ist einmal ganz kurz ein großer Turm. Genau hier können wir wieder upgraden, unsere Barrikaden. Die Häuser auch wieder upgraden. Hier vor allem wieder Sachen upgraden, Leute. Und dann haben wir... Oh, ich glaube, wir können jetzt hier sogar. Genau, das ist jetzt, glaube ich, genau hier. Das können wir auch upgraden. Der Markt ist schon ganz weit oben. Natürlich hier wieder die Barrikaden. Ich würde aber sagen, wir machen auf jeden Fall auch immer die Häuser. So, das heißt hier ganz kurz, zack, Karotten. Dann hier wieder ein bisschen Defensive. Oh, Leute, guck mal hier. Zack, wieder die Barrikaden hochgemacht. So, zack, Turm. Alles erstmal einmal außen schön lang kaufen. Dass wir jetzt auch so eine schöne Defensive haben.
weil wir natürlich auch viele Feinde haben werden, die natürlich auch immer zu uns kommen werden und uns holen möchten. Zack, und hier auch nochmal ganz kurz, zack, Defensive. Und jetzt hier schon wieder Weizen, ne? Das kann doch nicht angehen. So, upgraden wir die Häuser wieder ein bisschen. So, 1000, dann hier, upgraden. Hier ist auch noch ein Haus. Ich würde sagen, wir gehen hier vorne wieder hin und kaufen wieder ein paar defensive Sachen. So, zack, alles wird hier gekauft, Leute. So, zack, oh mein Gott, wie viel können wir hier bitte schön kaufen, ey? Wir können ja so viel kaufen. So, hier, oh, was ist das denn? Eine Mine! Leute, wir haben hier so eine kleine, wir bauen jetzt hier gerade eine Mine hin. Das ist ja mega cool. Hier noch ein paar Häuser, aber der Rest wird dann auf jeden Fall hier schon wieder, zack. So, zack, Freunde, wieder ein paar Wände. Die werden jetzt hier wieder schnell aufgebaut. So, zackidi zack, zackidi zack, zackidi zackidi zack. Und gleich haben wir gefühlt jede Wand einmal aufgebaut. Wir können natürlich gleich alle upgraden. So. Also sieht jetzt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Hier können wir wieder ein bisschen Weizen kaufen, sehe ich gerade. Beziehungsweise, warum sage ich über Weizen? Weil wegen diesem Weizensymbol, ne? Okay, hier können wir natürlich, gut, 25.000. Darauf sollten wir eigentlich auch am besten sparen. Okay, hier habe ich anscheinend irgendwas vergessen. Kein Problem. Bauen wir auch hin. Und jetzt, Leute, guckt euch mal ein bisschen an. Ich gucke mal gerade von oben. Da vorne in der Ecke habe ich noch was vergessen. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin, Leute. So, hier in der Ecke. So. Und zack. Und zack. Okay. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Können wir hier noch irgendwas anderes upgraden? Wir haben jetzt hier schon mal ganz, ganz viele Sachen. Hier wieder. Nein, ich habe ein Haus abgerissen. Das wollte ich gar nicht. Verdammte Axt. Na toll, jetzt habe ich mich verklickt. Dann upgraden wir hier nochmal ganz kurz ein paar Häuser. So, 1000, 1000, 1000. Hier nochmal ein paar Häuser, 1000. Hier ist anscheinend die Wand auch noch nicht ganz fertig geworden. Das ist auch kein Problem. Die machen wir jetzt auch nochmal ganz kurz fertig. So, jetzt haben wir eigentlich schon... Oh, hier können wir was upgraden. Ein Haus, genau. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel gemacht, muss ich sagen. Also schon sehr, sehr viel gebaut und so. Jetzt ist natürlich hier, kostet das 10.000, so ein kleiner Eingang. Vielleicht sollten wir... Okay, jetzt haben wir schon wieder 8.200 bekommen, ne? Vielleicht sollten wir am besten gleich mal kurz gucken. Ich glaube, genau hier ist wieder Karotten. Und ich glaube, hier unten... Ne, hier ist wieder... Genau, hier sind wieder neue Karotten gekommen. So. Und dann könnten wir theoretisch gleich mal... Oh, guck mal, wie das aussieht, Freunde. Wie das hier aussieht. Unsere Riesenarmee. Das hier ist einfach unsere Riesenarmee. Wir haben gefühlt einfach alles hier eingenommen, was man sich einnehmen konnte. Ey, wie krass ist das denn? Okay, pass auf, wir machen das jetzt so. Wir bauen uns hier so einen riesen Eingang für 10.000. Der baut jetzt hier dieses riesen Gate hin und oh mein Gott, wie das aussieht, Freunde. Ich glaube, es wird mega, mega heftig aussehen. So, jetzt haben wir schon mal sehr, sehr viel hier gebaut. Ich guck mal, hier vorne können wir wieder ein paar Weizensachen hinbauen. So und so. Ah, hier können wir nochmal ein Haus upgraden für 1.000. Das ist wieder kein Problem. Und ich guck gerade, dass ich noch hier irgendwas... Also nicht, dass wir nachher noch Sachen haben, die wir nicht upgraden können, ne? Weil wir haben natürlich so viel Dinge, die wir gerade bekommen. So viel Geld und Kronen und sonst irgendwas. Aber ich glaube, na gut, wir können natürlich jetzt hier außen anfangen. Boah, das kostet 1000. Das heißt, wenn man das zur Wand macht, kostet das einfach 1000, Leute. Okay, das ist natürlich mega, mega teuer. Oh, wir können das hier upgraden. Ah, das Town Center. Ah, das kostet 50.000, ne? Ey, das ist ja so teuer. Sicher jetzt erst. Das ist das einzige Strohhaus noch gefühlt ist. Aber der da vorne, guck mal hier. Wie weit der da vorne rechts ist mit seiner Base. Das, oh, warte mal. Wir können noch mehr, oh. Wir können noch mal, warte mal. Wir können nochmal eine weitere Mine kaufen. Wir haben jetzt erst gesehen. Guck mal, da hat man nochmal so kleine Minen am Start. Die einen nochmal ein bisschen mehr Geld einbringen. Und der hier, was macht der da vorne? Der hat kleine Pferde. Und guck mal, unsere Armee und unser Gitter steht, Leute. Es ist alles sehr, sehr sicherheitsgemacht. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr Geld, glaube ich. So, ich glaube, hier vorne konnten wir... Das Haus wird gerade noch geupdatet. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier, genau, Weizendinger. So, Karotten. So, Karotten. Und wieder Karotten. Und jetzt heißt es gerade eigentlich nur noch warten, bis wir die 50.000 oder allgemein hier die 25.000 erreicht haben. Jetzt haben wir schon fast das Geld erreicht, Freunde. Und ja, wir haben jetzt 25.000. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir können jetzt hier einmal ganz kurz... Oh, damit werden dann Ritter und... Oh, Leute... Oh, es wird ganz kurz unsere Burg hier gebaut. Oh ja, oh ja, okay. Oh, oh mein Gott, okay. Ich glaube, jetzt wird hier gerade was richtig, richtig Heftiges gebaut, Leute. Ich glaube, hier ist was richtig, richtig Heftiges. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz gucken, dass wir nochmal ganz die ganzen Wände ein bisschen besser aufbauen. Und danach hier nochmal hier dieses Dingens, Town Center.
Pass auf, ich würde mal sagen, hier vorne, die ersten Wände, zack, werden schon mal geupgradet, so, damit es auch mal ein bisschen schicker aussieht. So, hier zack, und dann sieht das Ganze, guck mal, seht ihr schon, sieht das Ganze dann so aus, wie halt einfach eine ganz normale Steinmauer. Und oh, guckt euch, ey, hier ist schon wieder Weizen weg. Ey, ich habe kein Geld gerade für Weizen, das kann doch nicht angehen, jetzt habe ich gerade kein Geld, um, so, pass auf, hier, zack, neue Weizen kaufen. 6 Kronen haben wir jetzt gerade mal. Oh, hier sind wieder 2 neue Spots, wo wir kaufen können. Okay, kein Problem. Wir kaufen wieder ganz kurz ein paar neue. So, Karotten, Leute. Okay, da vorne wird wieder gecampt. Die Mauern werden gerade geupgradet. Und jetzt ist hier fast die Burg fertig für 25.000 Dollar, Freunde. Beziehungsweise Kronen. Ich weiß, das ist ein bisschen ein anderes Zeitalter. So, okay, das Ding ist jetzt schon fast fertig. Wir können es mal ganz kurz hier vorne die Mauer ein bisschen weiter upgraden. So, und mal gucken, Freunde. Die Burg ist so... Fast. Oh, ja. Die Burg ist fertig, Freunde. Oh mein Gott. Okay, da können jetzt anscheinend Ritter entstehen. Soweit ich das jetzt richtig gelesen habe. Hier nochmal ganz kurz wieder ein paar Karotten. Hier vorne ein paar Karotten. Und die Wand wird jetzt hier erstmal wieder, zack, geupgradet, Leute. So, die Upgrade, jetzt sehen wir ganz kurz die Wand wieder. Hier und hier und hier. Dann machen wir es da vorne genau dasselbe. Dass wir natürlich auch nochmal hier wieder mega, mega sicher sind am Start. So hier. Und ich habe schon wieder kein Geld. Müssen wir ganz kurz wieder ein paar Sekunden warten. Aber Leute, ich frage mich auch noch gerade die ganze Zeit, wer soll uns jetzt eigentlich noch hier besiegen? Ja? Also wer soll jetzt hier kommen und sagen, ey, nee, das ist jetzt meine Burg. Ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwer kommen wird und sagt, das nehme ich jetzt ein. Das ist jetzt meine Burg. Auf gar keinen Fall, Leute. Aber können wir auch den Turm? Den Turm können wir nicht. Hey, da hat gerade irgendwer was eingenommen. Okay, anscheinend habe ich gerade ein bisschen, war ich ein bisschen zu voreilig, kann man so sagen. So, hier ganz kurz wieder ein paar neue Karotten kaufen. Hier wieder ein paar neue Karotten kaufen. Haben wir noch mehr? Genau, pass auf, jetzt kommen wir natürlich vorne. Die Mauern wieder... Zack, weitermachen. Und zack, weitermachen. Oh, Leute, ist es... Also, das wird natürlich jetzt so eine riesen Burg haben. Ich weiß es noch nicht genau, was die da perfekt bringt, die Burg. Und ich weiß auch nicht, was dieses Center hier bringt. Ich meine, 50.000, um unser Town Center zu upgraden. Aber da vorne ist unser Armee. Drachen, Elefanten, dann Bogenleute, Speerleute, also... Die werden auf jeden Fall, glaube ich, hier das in der Mitte halten. Also ich glaube nicht, dass da irgendwer kommen wird und sagt, ey, hier, ich habe jetzt auch so viele Elefanten wie du. Der muss ja erstmal unsere Sachen dann so besiegen. Also pass auf, wir haben jetzt schon fast die ganzen Mauern fertig. Ich würde mal sagen, wir machen hier nach hinten nochmal, zack, die Mauer weiter. Bob, die Mauer weiter. Dann mal ganz kurz hier, die Mauer weiter. Und hat der jetzt hier gerade auf uns geschnitten? Nee, der eine baut da vorne noch. Okay, der eine baut da vorne noch, aber komm. Machen hinten nochmal ganz kurz die anderen Mauern weiter. So, und... Ah, komm, upgraden, Freunde. So, hier wieder. Ich kann es hier wieder nicht. So, upgraden. So, upgraden. Okay, Alter, wir sind gleich fertig mit unserer Monsterburg. Hohoho. Na, Kollege, bist du neidisch oder was? Ich glaube, der ist neidisch hier auf unsere Burg, Leute. Der ist ja gerade hier sogar reingekommen. Ich baue dann hier hinten nochmal ganz kurz die Wände weiter. Damit der nicht auch nachher noch irgendwas machen kann oder so. Hier, zack, eine Wand. Dann noch eine Wand. Hier werden auch gerade die ganzen, hier wieder die ganzen Felder gemacht. Und dann können wir hier vorne nochmal die weitere Wand kaufen. So, ich muss mich umdrehen. Genau, hier upgraden, Freunde. Dann hier wieder upgraden. Und upgraden für die ganzen weiteren Wände. Oh mein Gott, wir haben es gleich einfach geschafft. So, und upgraden. Und upgraden. Und upgraden. Und, oh, uns fehlt nur noch eine einzige Wand, Leute. Dann haben wir quasi alle Wände geupgradet. Mir fehlt natürlich jetzt, mir fehlt jetzt gerade 400 Kronen. Kann ich kurz mal schnell die Kronen bekommen? Ich schnapp's mir, ich leise mir ganz kurz aus hier, okay? So, kurz ein paar Kronen geliehen, Freunde. Und wir werden jetzt hier, zack, upgraden. So, ich bin jetzt selber gespannt, was passiert, wenn wir jetzt alle Mauern gleich, also wenn die jetzt gleich alle fertig gebaut sind und was man dann hier noch im Endeffekt machen kann. Weil wenn wir nachher, ich meine, haben wir ja einen Tycoon komplett ja durchgespielt. Das wäre ja auch zu heftig, ne? Das haben wir ja echt selten so gemacht. Und klar, hier, das kostet 50.000 Dollar. Ich weiß nicht, was das bringen soll.
Man kann natürlich auch rebirthen und so. Pass auf, ich würde dafür nämlich sagen, wir warten mal ganz kurz, bis jetzt hier die ganzen Mauern fertig sind. Und die letzte Mauer ist so gut wie fertig, Freunde. Und zack. Ja, so, jetzt sind alle Mauern geupgradet. Ich glaube, ich kann jetzt hier eigentlich gefühlt gar nichts mehr upgraden, außer natürlich das Haus. Können wir jetzt auch schon auf Rebirth drücken, wenn wir jetzt sagen Rebirth? Oh, okay, man kann auch rebirthen, Freunde. Und jetzt ist auf jeden Fall gerade wieder alles weg. Ja. Alter, yo! Yo! Was ist das denn jetzt hier, Kaspar? Ich weiß es auch nicht. Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir da reinspringen sollten, aber es ist hier gerade kein Zurück mehr, ne? Ich habe da auch, ich habe da keinen Weg oben gesucht, ne? Also gefunden, meine ich. Ich habe da schon lange gesucht, aber irgendwie war da nichts. Ah, du bist ja direkt draufgegangen. Oh Gott, pass hier, ja, pass hier bloß auf, denn okay, das ist hier nicht ganz so einfach. Okay. Hier ist so ein bisschen laser. Das Ding ist, hier soll anscheinend irgendwie so eine große Köpfe sein, oder? Was? Was hast du denn auch? Du spinnst also irgendwas, doch. Also irgendwas habe ich hier so gehört von diesem Ort. Oh, was ist das denn? Sind. Naja. Warte mal, du hast gesagt, so große Köpfe, das waren gerade schon große Augen. Das waren schon, das waren schon echt gerade mega große Augen, ne? Lass ganz schnell raus, so, ich bin jetzt auch gerade kurz am Tauchen. Hier nach oben schwimmen. So, okay, wir haben's. Atme tief durch und denke über eine Strategie nach, wie vermeide ich sie? Was ist denn? Guck mal, du hast recht, da drüben ist jetzt ein Riesenauge. Okay, das heißt, wir müssen jetzt ein paar Rätsel lösen. Also wir haben jetzt ein Riesenauge hier und wir müssen... Oh Gott! Wie kann man das am besten weglocken? Ach man, natürlich geht's nur auf mich. Was war das denn? Aua. Verfolgt das hat mich zu lange angeguckt. Das folgt jetzt aber nicht weiter, ne? Nein. Das hat jetzt da jemand anderen gesucht da oben. Und jetzt sind wir in so einem Labyrinth, oder was? Du darfst es nicht angucken, das Auge. Also du darfst nicht in die Augen gucken. Okay. Spüre eine neue Bedrohung. Bist du bereit? Hast du immer noch Energie? Na klar, mir ist doch gerade erst eingefallen. Ich habe eigentlich auch stabile Energie, muss ich sagen. Aber ich will hier am liebsten nur schnell raus. Dieses Auge ist schneller als das erste, kann aber nicht springen. Bedeutet? Oh. Runterlocken und jetzt, ja! Ja, das wäre mega clever. Hallo. Oh mein Gott. Ah. Oh! Pass okay. Auf. Ja, man darf es nicht auf die Rampe bringen. Ne? Guck mal, schnell mal, jetzt kommt es auf die Rampe. Ah! Oh, lauf! Aber es kommt nicht hoch. Okay, schnell durch. Okay. Ah, es kommt da nicht hoch, okay. Hier steht wie so ein Spring. Springe? Kein Problem, machen wir den hier, zack. Hä, kann ich einfach vorbeilaufen? Hä? Hä, du kannst da gerade durchgehen? Also manchmal muss man... Hä, ja, ich und ich sterbe. Hä, also, was war das muss denn? Dann anscheinend nicht genau den Regeln befolgen. Also, wenn du nicht schnell genug bist, um hinter ihnen zu kommen, verwende einen der Gräben links und warte, bis das Auge verschwindet. Okay, oh mein Gott, ich hab's gerade gesehen, was da Phase ist. Das ist wie bei dieser Wand wahrscheinlich, ne? Diese Mega-Wand. Ja. Oh. Wo ist denn der? Hier rüber? Oh mein Gott. Der kommt ab und zu aus dem Schatten raus. Da musst du echt aufpassen. Jetzt guck hin. Da ist er, oh mein Gott. Ey, dann schießt er so mit seinem Laserauge, ne? Ja, und ich bin durch, ich hab's. Oh mein Gott. Ich bin jetzt hier gerade noch bei dem anderen Punkt. Level 1 fertig, ich komme in Level 2 jetzt gerade rein. So, wie jetzt? Ich bin jetzt auch gerade hier. Oh mein Gott, ich bin Stufe 2 jetzt hingespawnt. Level 2, stimmt. Also, sind wir hier schon. Oh mein Gott, es geht bis Stufe 6. Oh, es wird schon krass. Ich muss sagen, Level 1 war eigentlich ziemlich einfach, aber Level 2 ist bestimmt schwieriger. Wenn wir es nicht schaffen, Level 6 nachher zu schaffen, Leute, dann werden wir für immer gefangen sein in einem großen Augen. Oh nein, das will ich aber nicht. In einer großen Augenwelt. Oh mein Gott, pass auf, das Auge. Pass auf, das Auge. Wir müssen, glaube ich, da lang. Hier ist der Fall. Es öffnet sich immer nur eine Tür. Hier drüben. Hier doch. Hier können wir doch durch, oder nicht? Ja, stimmt. Warte, da wird gleich ein Loch kommen. Ja, Du musst genau reinspringen. Jetzt! Schnell! Oh mein Gott, okay. Und jetzt mitlaufen. Schnell, die Wand ist hinter uns. Oh Gott, hier muss doch locker irgendwo ein Ausgang oder sowas sein. Ja, safe. So ein riesiges Labyrinth hier, oder was? Beeilung! Nein, wo müssen wir denn hinlaufen, sag mal? Nein! Ja! Nein! Oh mein Gott, das ist knapp! Oh mein Gott, war das okay, ich habe den Checkpoint und jetzt können wir... Oh Gott! Oh Gott, Auge kommt direkt! Das ist ein Mega-Auge! Guck mal nach rechts! Achso, der kann noch springen! Pass auf da, der ist schnell. Mhm. Okay, hier hoch, Treppe hoch. Kann auch die Treppe hochspringen? Nee, ne? Alter! Ich glaube, wir müssen hier ins Terrarium. Alter, guck dir das Riesenauge an! Der hat mich gebissen! Guckt dich an durch die Scheibe! Guck dir mein Leben an! Du bist fast tot! Nein. Ja, ich hab ihn abgehängt. Oh Gott. Schnell durch, mein Leben, Kaspar! Du schaffst es, ja! Okay, ich bin jetzt auch durchgekommen. Jetzt pass bloß auf die Laser auf hier! Man kann nämlich kaum hochspringen, ne? Ja, das sind so komische Zepter oder so. Ja, hab ich. Okay, haben wir auch geschafft. So, der nächste Checkpoint ist sicher. Also ich habe das Gefühl, das Spiel hat irgendwas mit Augen zu tun, ne? Nein. Oh Gott. Ehrlich, glaubst du, das Spiel hat irgendwas mit Augen zu tun? Ja, weil da so Riesenaugen sind die ganze Zeit. Oh Gott! Alter, der macht nicht viel Schaden. Die luschern auch die ganze Zeit immer, ne? Oh mein Gott, der ist schnell hier. Die Glubschaugen. Kommt da jemand raus? Oh Gott! Alter,
Dann würde ich, glaube ich, hier mit Augen abschießen. Der macht Auge. Mhm, der macht Auge. Der guckt ganz toll die ganze Zeit. Oder ist das ein Mund? Guck mir nicht, oh Gott. Guck mir nicht so an. Nee, ist alles ein Auge. Oh Gott. Oh Gott. Aber der kann nicht springen, Gott sei Dank. Ne? Der kann echt nicht springen. Zum Glück steht da dann. Das große Auge sieht dich nicht, wenn du da unten bist. Versuch aufzusteigen, wenn er weg ist. Ah, lol. Okay, warte mal. Jetzt! Okay. Jetzt! Jetzt schnell nach unten. Ah! Nach unten, nach unten, nach unten. Ah. Warte, er kommt gleich, er kommt bestimmt. Da ist er. Oh mein Gott. Jetzt hier schnell rüber. Rüber. Und jetzt? Ich bin versteckt. Warte, ich bin versteckt. Ich hab's. Wie jetzt? Ja, da kam gar kein Auge. Ich bin direkt schon Level 3 jetzt. Ich glaube, jetzt kommt hier gerade ein Auge. So, ich bin Level 3. Hoch. Ah. Und ich bin jetzt runter. Mega einfach. Ah, ja, ich bin auch Level 3. Und wir sind in Level 3. Oha. Was ist hier? Gehe nicht auf Blumen oder du wirst irgendwelchen gruseligen Sequenzen gegenüberstehen. Okay, warte mal, hallo? Au, gar nicht. Man geht einfach nur drauf, okay. Ach so, das war Attrappe oder was? Du hast schon gerne ne? Die wollen halt nicht, dass du in deren Garten gehst, ne? Kann ich verstehen. Ich weiß, das sind so richtige Deutsche. So richtig, ey, nicht einen Fuß auf meinem Rasen drauf. Ist so, das ist mein gepflegter Rasen. Mein gepflegter Rasen ist das hier. Jo, so, okay, da kommt er ja schon mit dem Rasen. Nee, hier kommen wir ran. Ja, vorsichtig. Achtung. Und rüber. Jetzt kommen die mit ihren Cowboy-Huten. Die machen so Auge die ganze Zeit, ich ne? Weiß. Checkpoint. So, ich habe einen Checkpoint jetzt geschnappt. Müssen wir links, rechts gehen. Sehr gut, ne? Ich auch. Wir gehen hier hoch und. Bin direkt hinter dir. Hier sind wieder einige, die Auge machen. Oh Gott. Oha. Oh Gott, das ist ein schneller Hase. Ich sehe das schon. Ich muss mal ganz, ganz vorsichtig sein. So, komm schon jetzt hier. Ich hab's. Finde den richtigen Moment, um die weißen Augen zu vermeiden und warte, bis das letzte Auge fertig ist. Jetzt, okay, komm rausgeschossen. Was steht da? Wie lange du gebraucht hast. Finde den richtigen Moment, um die weißen Augen zu vermeiden und warte, bis das letzte Auge fertig ist. Okay, das heißt, du musst jetzt hier immer schauen. Moment? Ah, das heißt... Hä? Oh Gott! Das war, glaube ich, nicht gut von dir gerade. Das war, glaube ich, gerade nicht clever von dir. Ich glaube, ich mache hier richtigen Mist gerade. Oh Gott! Hä? Oh Gott, hä, die kommt da nicht weiter. Das ist eine Wand, ne? Die fährt hoch. Siehst du das? Stimmt, was ist hier vorne? Ah, ich bin Level 4. Haha, sehr gut. Guck mal, ich bin jetzt Level 4 und ich kann jetzt hier die Blumen kaufen aus dem Garten. So, ich muss rein. Hey, ich bin schon wieder drauf gegangen. Wie schafft das denn jetzt auf einmal nicht mehr? Ich habe die Blumen gekauft für 50 Robux. Ja, ey, jetzt ist noch eine Stufe 7, die ist, glaube ich, geheim. Und Level 4 Abfahrt! Ja, und Sprungidi, Dungidi, Dangidi, Dungidi! Ja, warte, ich komme und zacki! Okay, sind wir hier. Oha! Okay, das Alter, sieht doch so schon richtig crazy aus. Sogar Laseraugen, ne? Guck, wie krass die aussehen. Das, Alter, der hat echt Laseraugen. Was ist hier, wenn ich auf den drauf springe? Guck mal. Hä? Ich bin auf dem drauf. Nein. Spielst du ich denn bin jetzt? Der Augencontroller. Aua. Ich glaube, du bist eher ein blindes Auge. Ich glaube, weggelasert. Ich glaube, du bist so ein Rotauge oder sowas. Ich glaube, du solltest dir mal die Augen lasern lassen. Du hast gleich mal ein blaues Auge. So, warte mal. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Und Sprung! Hoppa! Okay. Checkpoint, das geht ja. Oh mein Gott, das ist hier der Laser. Alter! Da wird dir nicht mal das Auge gelasert. Aua! Ich renne jetzt einfach durch. Ich renne jetzt auch durch. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Das war gut. Die schreien ja sogar richtig, wenn man die Augen gelasert bekommt von denen, ne? Oh nein. Die sind ja richtig verrückt. Oh nein, den mag ich nicht. Das Holzauge. Blöde Holzauge. Aber das Ding ist, das Holzauge kann halt auch springen, was halt richtig nervig ist, ja, ne? Ja, und der kommt jetzt auch. Wir müssen jetzt den Wagen nehmen hier. Steig ein. Wo kommt der denn? Der steht doch schon. Wo steht der? Wo ist der Wagen hier? Wo bist du? Ja, wie hast du es gemacht? Hast du auf den Knopf gedrückt? Nein, der kommt von alleine. Du musst halt jetzt mega lang warten. Oh, ach, ey, steig ein hier. Jetzt bin ich hier wieder unten. Ja, ganz hier, toll. Hier, warte. Ja, da ist das Kart. Okay, ich bin auch im Kart drin. So. Ich bin jetzt im Kart, Kasper. Oh nein. Oh, wo bist du denn? Yeah. Oh, nein, ich wollte langsamer drücken eigentlich. Schade. Alter. Jo, man wird runtergeschmissen. Ja, das Kart wird runtergeworfen, ja? Das habe ich ja jetzt gerade erst gesehen. Okay. Ja, das soll nicht langsam sein. Was ist hier? Oh mein Gott. Was ist das? Ist da irgendwie ein Abzeichen? Hier ist ein geheimer Raum. Alter, guck mal. Hä? Was ist denn hier los? Alter, lass runter da. Was ist das denn für ein Ding? Rein hier! Ich bin draufgegangen. Als ob das einfach nur Bait war. Warte, ich probier nochmal aus. Ich glaube, Auge hat mich auch genau in der Sekunde berührt. Nein! Oh mein Gott, man geht nicht drauf. Wo bin ich denn jetzt? Lol, wie cool. Was ist? Genau. Was guckst du da so? Ach Mann. Wieso bist du da nicht reingesprungen? Ja, weil ich wusste, dass du dich veräppelst. Das war mir klar. Wieso bist du da nicht reingesprungen? So, jetzt hier an den ganzen Teilen vorbei. Und Checkpoint und rüber hier. Ey, jetzt hier. So.
sind wieder diese springenden Augen, ne? Ey! Ja, die springenden Augen, die springen. Aua! Die springen Alter, doch nicht. Ich bin doppelt drauf gegangen. Ich bin gerade einfach im Dings gewesen. Einfach so bei Sand. Du darfst dich auch nicht eine Millisekunde berühren, ne? Mach ich jetzt. Auch nicht. Ich bin auch nicht schlecht. Alter, wie läufst du denn hier, sag mal? Ich bin ganz lebensmüde. Ich darf einfach durch. So. Oh Gott, oh Gott. Okay, so, sind wir hier schon beim hier nächsten raus. Checkpoint. Oh, oh, oh. Ja, sehr schön. Ich glaube, haben eingesammelt. Ja, glaube ich, das ist richtig crazy. Oh, was steht Gott, da? Hier kommen wieder. Oh, finde den richtigen Moment, um auf den Wagen zu kommen, ohne dass das Auge dich sieht. Du kannst Pausen einlegen. Und hinter den braunen Wänden verstecken. Hier ist doch gar kein Auge, oder? Opa. Wo ist das Auge jetzt hier? Ja, hier ist gar kein Auge. Da ist es. Es hat dich geholt. Ha! Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Geholt. So, jetzt hier schnell rein da. Das Auge kommt locker wieder. Schnell das braune Ding. Raus hier. Das Wo ist denn das Auge? Da. Hä? Ah! Hä, ich seh's nicht. Ha! Hä, bei mir, Digga, bei mir ist da keins. Bei mir ist da keins. Ja, und hau rein, Kaspar. Hä, du musst mir mal sagen, wo es ist, das Auge. Ich bin jetzt gerade verstanden. Ich brauche hier deine Hilfe. Kommt direkt, das kommt direkt. Ah! Wo soll es denn sein? Ich sehe es doch gar nicht. Ja. Wo ist das? Das Auge ist vorne, es kommt nur so eine Sekunde. Ach, da hinten. Ja, du Blindfisch. Mann, hab ich nicht gesehen. Mein so, Gott. Siehst du, hast du gesehen, da war das Auge, ne? Weil ja, ich hab ich jetzt oh, Gott, Checkpoint. Nein. Oh, ja. Yeah. Oh mein Gott, wir brauchen hier gleich vier Spieler. Yeah. Okay, ich warte jetzt mal ganz kurz auf dich. Toll, oh, okay, jetzt kann ich weitergehen ohne dich, aber nein. Und hier, Kaspar. Oh mein Gott, Alter, ich dachte, ich geh nochmal drauf da. Ich dachte, ich gehe nochmal drauf da. Hier müsste jetzt anscheinend jemand wartet auf dich in der Phase 5. Du kannst ein paar Leute mitbringen, um es herauszufordern. Ich würde sagen, wir bleiben zwei Spieler, okay? Ich glaube, wir müssen okay. Aber so meinst du, wir schaffen das zu zweit überhaupt? Klar. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Voll entspannt. So, jetzt Stufe 5, Kaspar. Teleportation und rein. Whoa. Erklimme die Treppe und überlebe 120 Sekunden gegen Raketen. Okay, ich drücke auf okay. 3, 2, 1. Okay. Oh Gott, es geht los. Los. Oh. 100. Oh Gott. Spring, hey. Oh mein Gott. Hey, das hat ja super funktioniert. Okay, noch ein Versuch steht da. Hey, wie soll das jetzt da funktionieren? Hey, wieso sind wir sind auch direkt draufgegangen? Hä? Oha. Hier chillt schon einer, komm, wir nehmen mit. Das kannst du zu dritt machen. Komm mit, kleiner Mann. Ja, hier, eine Sekunde, Alter. Ey, das war ja, hast du gesehen, wie schwer das war? Wir haben zu lange gewartet, müssen sofort reingehen. Okay. Los. Ich sehe nichts. Ey, ich hab voll die komische Ansicht. Ich auch. Jetzt. Beeilung. Lauf. Pass auf, wenn da welche kommen. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Jetzt gegen ihn gehen? Hau ihn kaputt. Ich weiß nicht, wie ich ihn kaputt hauen soll. Wie macht man das? Jetzt geht los. Die Treppen sind runtergefallen. Und oh jetzt? Gott, was müssen wir machen? Hä? Gegen ihn hauen oder was? Müssen wir irgendwie gegen ihn springen oder so? Oh Gott. Hast du gegen auf ihn klicken gegen ihn oder so? Pass auf, Raketen. Oh mein Gott. Oha. Alter. Lebensmüde. Die sind voll schnell. Das ist ja Lebensmüde. Alter. Er kommt. Okay, er verliert anscheinend Leben, weil wir so krass ja, nach der Zeit. Oben auf seiner Base sind. Ja, genau, er verliert Energie. Raketen wieder? Raketen. Eines langsam, eines schnell. Denk dran. Wow. Oh mein Gott. Noch mehr Raketen. Wow. Noch mehr Alter. Raketen. Oh mein Gott. Ich will hier nicht drauf gehen. Jetzt. Er verliert noch mehr Leben. Ja, Mann. Lass uns in Ruhe, Dr. Auge. Oh Gott. Oh. Ja? Oh, noch mehr Raketen. Das ist so knapp die ganze Zeit, schnell und langsam. Oh mein Gott. Die kommen manchmal so von oben. Das ist voll komisch mit den Raketen. Jetzt. Ja, schön springen hier. Wir ärgern ihn auch die ganze Zeit. Oh mein Gott. Die Raketen kommen. Oh, ich weiß nicht wohin. Alter, es ist so, kommen so viele die ganze Zeit. Achtung, er ist schon Hälfte des Lebens verloren. Die Hälfte haben wir ihn schon weg. Sehr gut. Gamay, nicht mit uns. Aua. Ich wurde von einer Rakete berührt. Ey, du musst da aufpassen. Kommt der jetzt wieder? Wo ist er? Da ist er! Schnell! Ey, der hat den Trick. Okay. Einfach hier oben so stehen bleiben. Glaube ich. Woll? Nee, ich glaube nicht. Nee, Nein! Aua! Ich bin fast runtergefallen. Ich auch. Oh Gott. Immer schön ausweichen. Da! Nochmal Leben abgezogen. Wieso ist der so schnell gepäst gerade? So, jetzt aber hier, komm! Der hatte richtig Ärger. Da wollte irgendwas... Ey, der ist so schnell Raketen. Auch. Raketen schnell langsam. Oh mein Gott! Noch mehr Raketen. Oh mein Gott! Hau doch mal ab hier, du blödes Ding! Er ist fast tot, Kaspar! Ja, komm schon, noch ein, zwei Mal hauen, dann haben wir es! Die mega schnellen Raketen hier, Vorsicht, da oben! Oh mein Gott! Jetzt nochmal! Nochmal gegenklatschen! Das war's fast mit ihm! Nochmal! Einmal noch! Raketen, die auf uns raufkommen! Ja, das stimmt! Oh mein Gott, wir haben ihn! Das Teleport, das Tor ist auf. Und jetzt? Wir sind in Level 6!
Was? Wie cool sehr war das gut, denn? Alter. Das letzte Level ist das jetzt, ne? Ne, ich glaube, wir haben sogar... Oha, ist sogar Stufe 9? Wie viel gibt's da noch? Hier ist Stufe 7? Alter, okay, rein. Ja, okay. Wow. Und los! Okay, Dr. Auge. Wo wähle den richtigen Weg. Rechts, links. Ich sag links lang, weil der grün ist, der Pfeil. Links, links, Pfeil ist grün. Hier, hier, Pfeil hier, hier. Ist grün, Kaspar. Links ist richtig. Ja, alles gut. Das gehört schnell alles hier hoch. Plan. Schnell hier laufen steht da. Oh mein Gott, da steht laufen. Alter, hinter uns ist ein rotes Auge. Oh, oh! Schnell! Schnell, schnell, schnell! Ah! Oh mein Gott! Der hat mich auf die Ecke gelasert! Und jetzt? Vielleicht auch hier rechts. Warte mal, hier ist ein Checkpoint. Ha! Ey, der killt mich das Auge! Lol, ich bin direkt weiter! Was? Hier ist ein Checkpoint, Kaspar. Ja, ja, ja. Okay, warte, ich komm hin, ich komm hin, warte. Oh, oh. Oh, oh. Oh, die sind voll schnell, die killen mich! Oh, okay. Siehst du mich? Nein, ich muss auf die Leiter da rauf, ich komme da nicht hoch. Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen weiter. Warte doch mal auf mich, sag mal, du bist ja voll unkorrekt. Ja! Ja, oh mein komm Gott. Da oben. Ich komme. Alter, du bist ja schon voll vorgelaufen, du bist ja richtig unkorrekt. Nee, lässt einfach deinen Kollegen hier steht jetzt, pass auf, alle 10 Sekunden erscheint das goldene Auge. Normalerweise hast du keine Zeit, den ganzen Kurs zu durchlaufen. Es gibt einige versteckte Stellen an den Seiten, an denen du warten kannst und das Auge meiden kannst. Okay. Wow! Wow! Nein! Ich war gerade da beim versteckten Spot. Okay, warte. Ihr müsst aufpassen, ne? Jetzt sind, glaube ich, so... Ja, ja. Und du musst auch auf den Boden auch aufpassen. Da darfst du nicht rauf. Wieder eine Teile? Okay, hier. Okay, warte. Ah, ja, das Auge kam. Ich war schon wieder fast. Das Auge kam, deswegen. Okay, warte. Ich verstecke mich jetzt ganz kurz hier. Du musst voll spät rausspringen aus dem Ding. Ich verstecke mich jetzt kurz hier. Wo ist das Auge? Das kommt gleich. So, da war's, da war's. Rein, weiter. Nein, ich schaff's nicht. Als ob, das ist auf jeden Fall einfach. Mann. So, wieder warten, bis das Auge kommt. Auge ist gekommen. Da kam's gerade. So. Ah! Schnell, das Auge kommt gleich. Das ist knapp. Das ist Auge jetzt, ne? Da war's. Ja, da war's. Ja, Mann, ich hab's auch gesehen. Letzter. Und jetzt ich habe auch Schaden bekommen gerade. Alter. Rein ins Ding. Und was kommt jetzt hier? Oh Gott, was sind das denn für Augen? Jetzt geh einfach hier lang. Das wir müssen schwimmen. Wir müssen tauchen. Wir müssen springen. Oh mein Gott. Aua. Oh mein Gott, das ist ja mega schwer. Das heißt, es gibt jetzt Stufe 9. Wir müssen rüberspringen, Kaspar. Ja, ich sehe es. Alter, da kommt so ein Wasserauge. Wasser, so ein Eiterauge oder was? Ja. Oh Gott, der ist ja voll schnell. Ja klar ist der schnell. Okay, du darfst gar nicht schwimmen, du musst einfach springen. Ah, jetzt bin ich auf seine Blumen gesprungen. Müssen wir hier reintauchen? Ne, wir müssen... doch, wir müssen hier runter, oder nicht? Oh, so, rüber hier. Alter, hier kommt auch... Oh mein Gott. Alter! Yo! Wo kann ich eintauchen? Mal hier, unten, oder was? Kaspar. Oh mein Gott, was ist denn das? Hier sind nur noch mal viele. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Oh Gott! Hey, der berührt mich trotzdem! Oh, ist er Raum hier. Wo bin ich? Hier ist ein Checkpoint, die war richtig. Oh mein Gott. Hast du geschafft? Hey! Ja! Oh, das war so knapp gerade, da kam das Auge nochmal raus. Hey, hey, weiter! Oh mein Gott! Pass auf! Der Geist! Nein! Ja! Schade! Ich hab's geschafft! Mano, warte! Oh! Kommst du? Da ja, kommt er. Ja, ich komm rüber hier. So, zack. Diesmal war easy. So, okay, ich bin jetzt hier beim nächsten. Nächster Checkpoint. Oh mein Gott! Hier sind so viele Gärtner wieder. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Wir müssen nach vorne hin. Hast du das Labyrinth durchgespielt? Hier vorne, oder? Ja, hier müssen wir lang. Hier rechts rum, ne? So. Oh nein. Oh mein Gott, hier ist noch ein Auge. Alles gut. Nur ein Auge. Ein Auge? Nein! Du musst da durch, ne? Nein! Dadurch ist deine Stufe 8. Oh mein Gott. Aua, aua. Oh mein Gott. Der schreibt mich auch an. Ja. Nein, wir sind so... Yippie. Wir haben Augen. Ich hab's. Oh mein Gott. Ich tauch weg. Ist aber mega schwer jetzt. Was kommt da? Alter. Was kommt da jetzt? Oha, das ist auf Englisch. Irgend so ein seltenes Auge, was da jetzt rumschwimmt. Und wenn du es anguckst, dann bist du tot. Hier unten. Wow. Okay. Oh mein Gott, wieso sieht das so krass aus? Ich bin draufgegangen direkt. Ey, du musst immer in die Lücken schwimmen, lol. Das geht aber eigentlich. Ich komm. Ey. Ja, jetzt war das Auge gerade da, Und rein in die Lücke. Du musst mit der Kamera immer richtig justieren, dass du richtig schwimmst. Das ändert sich immer. Das Auge kommt viel zu schnell. Wo bin ich denn? Ich hoffe, das Auge war jetzt da. Ich schwimme jetzt einfach. Ich bin in die falsche Richtung geschwommen die ganze Zeit. Oh mein Gott, ich bin in die falsche Richtung geschwommen. Ich auch? Ja, du auch? Nee. Weiß ich nicht. Wo bin ich denn jetzt? Muss ich hier durch? Das ist voll schwierig, das anzugucken. Muss ich hier durch? Ah! Da war das Auge. Ja, das Auge war gerade da. Level 8. Hast du geschafft? Ja, okay. Ja, Mann, hier kommen noch keine weiteren Stufen. Hier kommen jetzt noch Stufe 9. Stufe 9, okay. Sehr gut, Kaspar. Sehr gut, endlich habe ich es. Okay, sehr gut. Und jetzt letztes Level, oder was? Nee, Stufe 8 und dann noch Stufe 9. Und Stufe 9 ist, glaube ich, richtig schwer. Hier. Spam-Sprung aufgedrehen. Teile. Okay, das geht klar, Kaspar, Alter. Du kannst das! Das war voll du kannst schwer. Es doch nicht! ich hab's. Spam-Sprung. Ja, du musst die ganze Zeit springen gedrückt halten, anders kommst du noch nicht weiter. So, hier lang, Checkpoint. Yo!
Jo! Oh, wuppa, jo, das war richtig cool. Vor allem, weil dieses eine Auge daran noch voll leicht. Das war ja voll leicht. So, jetzt kommen wir hier noch rüber. Ich habe den Checkpoint. So, wuppa. Zack. Und hier rüber. Oh mein Gott, das ist ja voll Alter, leicht. Alter. Der Megatornado. Jetzt bin ich wieder unten. Ist so richtig. Ey, der ist schwer hier. Das, was jetzt kommt, ist schwer. Ich bin das hier unten. Das ist mega schwer, was jetzt kommt. Ist das ehrenlos. Wieso? Ich komme jetzt gerade. Das komm, schaffen wir. Kein Problem, hier, wir schaffen das. Ich habe jetzt den Checkpoint. Ja, ich warte hier kurz mal auf dich. Ja, auf die Platten. Hier drüben bin ich. Auf die Platten dann rüber da. Ich warte hier drüben auf dich. Das kommt hier gleich. Auf welche Platten dann? Mann, die sind da vor dir. Vor okay, dir auf die Platte. Okay. Im richtigen Moment abspringen, ja? Ja, und jetzt rüber, rüber und nach rechts. Das Spellschwung ist viel schwieriger. Einmal laufen, das ist viel einfacher. Ja, muss einfach durchziehen. So, na so. Endlich. Hallo, und was für eine Endlich? Du bist geschwimmen, ja, du bist ertrunken. Pass auf, ich will dir was zeigen. Wir müssen hier auf den Checkpoint kommen. Man wird aber immer so weggehauen. Alter. Oh, das ist so richtig schwer. Hier ist auch einer. Wie? Wo ist noch einer? So, hab den Checkpoint? Hä, wo hast du den Checkpoint? Ich wurde hingehauen, guck mal. Hä, wie wurdest du denn da hingehauen? Einfach so, ich bin raufgesprungen, wurde hingehauen. So, dann geh ich mal weiter. Hä? Als wenn du so viel Glück hattest direkt. So, hier. Oh Gott, du hast jetzt Lilane gepfeffert. Oh Mann. Ich guck mal ganz kurz weiter jetzt hier, was wir so machen müssen. Ja, mach mal. Ey, ich komm nur ins Lilane, wie soll ich denn hier weiterkommen? Alter, ich hab voll Glück jetzt. Wir sind voll viele kleine Babyaugen. Die sind voll schrecklich. Ey, die holen mich. Was soll das? Ich komme hier nicht weiter, das ist mir zu blöd. Die Babyaugen sind voll schlimm. Mann, wie kommt man denn da rauf in die Mitte? Na Mann, na warte. Los! Hier ist einfach. Hier ist doch einfacher als gedacht. So, jetzt hier um die Mann, Pyramiden ich komme doch nicht rüber. Was ist das, du Hundeauge? So. Du Rotaugen. Letzte Treppe! Nein! Hast du? Nein, nicht das letzte Auge! Ja! Okay. Ja, ich hab's. Da kommen wir auch durchgelaufen. Pass auf, da ist immer ein großes Auge, was uns holen möchte. Oh, hey, unkorrekt, du Großriesenauge. Ich bin jetzt du hier Indianer-Auge. Ich warte jetzt auf dich, du schaffst das. Ja, das ist kein Problem hier. So, ja, du kannst auch einfach so vorbeilaufen und so. Ich hatte eben noch ein ganz komisches Auge verfolgt. Ja, mich auch so ein kleines noch, ne? Aber dann bin ich draufgegangen und war es auf einmal weg. Okay, eine Nervensäge. Oh, so, zack, hab ich. Wo muss ich rein hier? Achso, einfach runterspringen? Okay. Ja, hier unten, zack. Sehr gut. Wir können nämlich weiter geht die Reise zum Licht gehen, glaube ich. Mal gucken, ob wir das Licht nutzen können. Wo geht's dahin? Ich glaube, wir können jetzt hier. Ja, guck mal. Wind oder was? Das ist das aggressivste Auge im Spiel, das alle 3 Sekunden schaut. Du musst schnell sein, du kannst dich an den Seiten verstecken oder von der sich schnell drehenden Plattform angetrieben werden. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, man kann hier. Ja, das ist der. Pass auf, das Auge ist da. Das ist richtig schnell. Das ist richtig schnell. Was ist der Trick? Spring, die ganze Zeit springen. Oh mein Gott. Alter! Nein, ich mach genau im richtigen Moment, geh ich hin, ey, verdammt. So, hier. Oh mein Gott! Ja, genau, das mit dem Plattform kannst du. Guck das 3-mal oder so? Yo! Hey, ist auf sehr einfach. Gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist einfach. Oh! Nein! Du musst dich halt weg, bei der letzten Plattform musst du dich wegschleudern lassen. Okay. Aua! Es guckt irgendwie für 2-mal, ne? Ja, es guckt immer 2-mal. Was ist das? Ja, sehr gut, Level 9! Level 9! Ja, yo! Ey, schau dir mal Level 9 an, das sieht ja unnormal aus. Das sieht krass aus. Okay, direkt runter hier. Yo, wir sind. Oh! Gravitation ist anders. Mond. Oh mein Gott. Hä? Ist alles schwerelos. Gravitation. Guck mal, wir können einfach an der Seite langlaufen. Wie cool ist das denn? Ja, stimmt. Und stimmt. Baby. Hier lang, so. Ey, wir können ja auch durchsprinten, ne? Weil wir haben so kleine Babyaugen, die uns jetzt hier verfolgen. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon, wie schwer das wird. Alter, hey! Alter, was sind da für fette Augen? Komm schon, hier Level 1 ist nicht weiter. Galaxie. Wie, du kommst nicht weiter? Ich komme schon nicht weiter, weil das so schwer ist. Ich bin in einer dicken Augengalaxie, Kasper. Zeig mal, warte, ich komme zu dir. Wow. Okay, wo bin ich denn jetzt? Alter, die Riesenaugen. Oh, hoch hier. Mario, Dingens. Okay, ich hab den Check, ich warte auf dich. Und rein hier. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir den richtigen Ausgang finden. Der Ausgang? Ich sage, es ist orange. Ja, oh mein Gott. Hä? Nein, das war's nicht. Alter. Das war's nicht, okay. Ich sage, es ist lila. Lila ist es auch nicht. Aua, blau war's auch nicht. Braun auch nicht. Gelb oder braun oder türkis? Braun ist es. Weil wir dann so ausgekackt werden. Pass auf. Lila, türkis war's. Wie türkis war's? Lol, türkis war's. Und jetzt bin ich hier bei so Cowboys. Stimmt. Pass auf. Okay. Schnell, Kasper. Wir sind in irgendeiner Raumstation. Wir kommen bis zum Ende. Besiegen. Aber sowas von die Cowboy-Augen. Nicht raufgehen. Achso, stimmt. Die haben jetzt hier keinen. Aua. Ey, jetzt ist auf mich gegangen, obwohl. Oh mein Gott, was ist das denn gewesen? So ein Schwerterauge. Ey, der sollte auf dich gehen, weil du auf seinen blöden Drecksrasen gegangen bist. Ja, ich weiß, ich bin da auf den draufgekommen, aber korrekt, dass er nicht ist auf mich gegangen. Ja, mein Gott, ey, ich hab gesagt, das war ich nicht. Alter, die sind voll aggressiv. Ist das wie ein Profi und jetzt der Schwert.
Das Schwerterauge, los! Das hat der mich angekickt, aber das war endlich. Reinier. Okay, Reinier und? Oh Gott, wo sind wir jetzt? Wir haben's, oder? Nee, doch nicht. Also du stirbst, wenn du das Wasser verlässt, während du Rennen fährst. Du startest okay, wenn Blue... von dem blauen Auge, beeil dich. Wenn Blue Eye nicht da ist, warte bitte auf das nächste Rennen. Hey, Blue Eye, wer soll das sein? Ah. Okay. Hä? Okay, jetzt komm los. Soll das funktionieren? Jetzt! Alter, ich schwimme wie ein junger Gott! Jo, ich bin voll weit! Ich bin voll weit! Ha! Was ist? Nach oben jetzt! Nein! Nein, das blaue Auge! Mann, was soll das? Alter, jetzt hier nach oben. Wann ist denn der blaue denn mal endlich mal weg? Nach oben. Wann ist der blaue denn mal weg? Nach oben. Ich weiß nicht, ich bin einfach reingegangen, hab nach oben geguckt. Ja. Oh, jetzt hier. An den Pfeilen vorbei. Komm schon. Hä, ja, ich brauch gar nicht mehr spielen. Ja, ja, du schaffst das auch. Nein, der blaue hat mich eingeholt. Ich will gar nicht mehr spielen. Ich gehe hier nur. Ich ist schon das 100. Mal, dass ich drauf gehe. Alter! Jetzt kommen wir nach oben. Ja, also keine Chance, die gibt's ja nicht mal. Der blaue ist schneller. Es sind zwar viele blaue hier. Ey! Ich muss jetzt hier runter, oder? Wo bin ich? Geradeaus? Ja! Ja! Ja, ich hab's geschafft. Ich muss jetzt auf dich warten. Hier ist ein Countdown. Wir müssen jetzt gegen ihn kämpfen. Wir sind jetzt hier beim finalen Battle. Oh, let's go! Ah, guck mal, das sind guck zwei sind Augenkönig wir. Und Augenkönigin. Oh ja? Und wir gehen jetzt hier, Alter. Wir müssen jetzt die, glaube ich, jetzt absolut. Pass auf, ich habe jetzt ein Schwert. Okay. Ich habe jetzt Angst, was die machen. Ich habe Angst, was die machen jetzt. Oh nein. Philipp Ei. Hä? Philipp. Wer ist das? Philipp. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Müssen wir den hauen? Da ist er, da ist er. Da kommt der. Oh mein Gott. Was will der? Alter. Wie sieht der so gruselig aus? Der sieht echt richtig crazy aus, ne? Oh Gott, wenn ich in der Mitte stehen möchte. Ja. Was macht er denn? Können wir den hauen jetzt? Oh mein Gott. Oh Gott. Der Laser hat los, Kasper, komm, wir müssen die Augen retten. Jo, los. Auf Philippe. Bam. Raufhauen oh, hier. Wir werden zack, hier reingesaugt. Zack, hier, zack, ne? Zack, wir werden reingesaugt von dem. Ja, Achtung. Oh mein Gott, die ist draufgegangen. Nein, als ob. Nein. Aber wir haben direkt schon 10% weg. Müssen aber aufpassen, die saugen, pass auf da. Ja, jetzt, oh nein, jetzt müssen wir hier. Nein, Achtung. Oh mein Gott. Fast runtergestoßen. Die Augen, wir müssen auf die kleinen Babyaugen gehen, die ziehen uns so viel Leben sonst ab, Kasper. Achso, okay, okay. Auf den raufgehen, auf den raufgehen. Oh, ja, ja. Goldes Augenfiel, goldes Augenfiel. So, hab ihn jetzt direkt. Ja, haben wir. Oh mein Gott. Auf die müssen wir direkt gehen dann. Pass auf, Laser. Laser. Ich gehe und hauen. Jetzt. Okay. Immer schön springen dabei, immer schön springen. Zack, ja. Immer zurückspringen, nicht nach vorne springen. Da, Laser. Was macht der denn, das Schielauge? Babyauge. Raufhauen. Guck mal, wie schnell es weggeht. Jawohl. Nee, er hat weggelasert von alleine. Ehrlich? Nein, wir haben es weggehauen. Ich glaube, er ist mit seinen Lasern entgegengekommen. Ist doch kein Friendly Fire. Also jetzt hier, bam. Oh, Laser drauf. Er macht Breakdance. Jetzt hier oben, hauen. Hauen. Aua. So. Los, ich drauf gehen. Wir sind jetzt schon 75% weg. Das schaffen wir. Komm schon. Geh weg. Was macht er? Er macht das heftige Spuck. Die Geister. Spuck-Action. Die Augen. Da haben wir ein kleines Auge gekommen. Wir müssen direkt auf das Auge drauf gehen. Damit das gar keine Leben abzieht. Ja, stimmt. Da gucken wir, wie viel Leben wir jetzt mehr haben. Ja, stimmt. Zack. Hier nochmal. Oh, aua. Oh. Okay, das hat weh. Das war aua. So, zack. Hier. Bam. Immer nach und nach. Immer noch ein mitgeben. 49 mal nur noch hauen. Spring. 49 mal hauen. Zack. Ja, 45. Bam. Okay. 44, bam. Komm. Denkt er, macht dann wieder Breakdance. Geh weg. Ah! Er haut ihn runter. Ja, er haut dich bei dem Move runter, dich sonst runter. Ah ja, okay. Oh Gott. Okay, er spuckt jetzt wieder. Er spuckt jetzt wieder. Der spuckt Napf. Du hast viel mehr Leben als ich. Ein bisschen mehr. Jetzt mal. Zack. Zack, auf. Er macht das Breakdance. 30 mal nur noch hauen. Wenn er Breakdance macht, denk dran. Jetzt macht er irgendwas. Auge. Rauf auf Auge. Pass auf. Aus Auge, hilf mir doch! Ja, warte, ich komm! Hilf mir doch! Ich bin noch dabei, geh weg! Okay, jetzt haben wir es. Jetzt ist weg, ist weg! Mein Leben ist echt jetzt niedrig geworden dadurch, ne? Achtung, er geht irgendwo jetzt. Hin. Jetzt! Breakdance! Achtung, er macht jetzt irgendwas. Er fährt jetzt irgendwo. 23 mal nur noch hauen! Er fährt hier Formel-1-Strecke oder so. Ja, jetzt. Das kriegen wir hin. Pass auf, er wird gleich wieder Breakdance machen. Geht zurück. 20 mal, ey. Ja. Geh zurück. Auge, kleines Auge, komm, hau, hauen! Bam! Aua! Bin echt tot! Bam, hau das Auge, Kasper! Ich hab das gerade alleine! Ich helf! Au, er schönes Auge! Ich bin one hit! Kasper, Mann, ey! Wir haben ihn fast, Los! Er macht Laser! Hau! Geh weg, er macht Gott, Laser! Pass auf! Er macht Laser! Ich bin doch fast tot schon! Jetzt! Bam! Du blöde Auge! Bam! Oh mein Gott! Hau ihn! Ein Laser! Laser, hau ihn! Pass auf, Ich hab ihn fast! Kasper, pass auf, einmal noch! Einmal noch hauen! Oh ein letztes Mal noch hauen! Und! Ja! Alter, das war so schwer! Befreit.
Sehr gut. Geschafft. Endlich. Guck Alter, mal. War das schwer. Das war so lang, Leute. Wir haben so lang gespielt. Ich könnte das nicht vorstellen. Ey, Junge, war Problem, das schwer. Okay. Problem, hallo. Hier sind einfach alle Augen am Start, ne? Jetzt sind die einfach alle lieb und geworden. Und hier ist der Ausgang. Krass. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Leute. Ja. Yo, yo, was geht ab, Kasper? Was geht ab, Proxo? Guck mal, was hier alles ist. Ich sehe es gerade. Wir haben hier mega, mega viele Autos, ne, die wir nutzen können. Und hier direkt so ein Van, den ich mir spawnen kann. Guck mal, steig mal rein. Warte, ich nehme mal ganz so einen Minibus. Ah, der ist auch mit drauf. Oh nein. So, das Ding ist, wir können jetzt nämlich diese Autos nutzen, um jetzt den Zug aufzuhalten. Das ist nämlich heute unsere Mission. Oh, ja, also alles auf die Gleise raufstellen. Warte mal, wie genau geht das? Einfach hier hinstellen? Das heißt, oder was? Pass auf, hier kommt gleich anscheinend irgendwann ein Zug von links oder von rechts. Ich glaube, wir können sogar... Ich stelle mal ganz kurz hier die Dinge rauf. Und guck mal hier, wir können sogar VIP holen und können dann neue Autos kaufen. Drin? Oh mein Gott, die sehen auch das, ein Lamborghini. Ja, oh Gott, die sehen richtig heftig aus, ne? Okay, dann, ich glaube, hier vorne können wir den Zug, glaube ich, beschwören. Ich guck mal ganz kurz. Die Bahn kommt, hier ist er direkt vor mir. Wow, was? Was? Von beiden Seiten direkt, was? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, Kam ja, ich habe es auch nicht gesehen, der kam direkt, Alter. Und von der anderen Seite auch nochmal, ne? Das ist richtig lang. Wie viele Züge denn auf einmal? Also, warte okay, lass mal, wir haben jetzt gerade den Van gehabt, ne? Und der Van hat anscheinend nicht viel gebracht, ne? Nee, wir müssen den Zug ja auch aufhalten irgendwie, ne? Ja, guck mal, wir haben ja auch so Dreifachdecker, langgelenkig. Ich muss gestehen, den Dreifachdecker habe ich mir für Robux gekauft. Also den werde ich am Ende, werde ich den mal auspacken und dir dann mal zeigen, wie der... Ja, wie der den musst du mir auf jeden Fall echt mal zeigen. Ich hole jetzt mal ganz kurz hier den Bus, weil dann komme ich jetzt immer schon mit dem Bus raus. So, ha, ganz... Was hast du für einen Bus? Meiner sieht viel cooler aus als deiner. Hä, wieso? Meiner ist gratis gewesen. Wo ist denn deiner cooler? Meiner ist dreimal so lang. Das sehe ich ja jetzt erst. Ey, das sieht aber echt richtig cool aus. Ich hab so eine richtige lange Wurst. Ja, wirklich. Okay, warte mal. Ich stell hier drauf auf die Gleise. Genau, stell du mal da vorne, weil ich hab eben gesehen, dass irgendwie der Zug auch woanders, ne? Der kommt nämlich auch von der Seite hier jetzt gerade, ne? Das heißt, ich stell jetzt hier ganz kurz meinen Bus mal hier hin. Mach mal. Und ich, also sag mal Bescheid, wenn ich drücken kann, weil dann würde ich hier nämlich draufdrücken. Ah, ich häng fest. So, okay. Ja, das hat irgendwie funktioniert. So, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz hier hin. Oh mein Gott, wie so eine Schlange sieht der auch aus, ne? Der sieht ja wie eine Schlange. Ich glaube, damit sollten wir, glaube ich, den Zug aufhalten können. Das heißt hier... Okay, sag Bescheid, ob du ready bist für das... dann spawn ich den nämlich. Ey, der fährt. Nein, halt ihn an. Ja, ich habe ihn angehalten. Jetzt. So, und jetzt gehe ich ganz kurz raus hier. Ja, steig mal lieber aus. Achso, ich dachte gerade, der wäre weg. Okay, und jetzt können wir... Okay, bist du ready? Hier, spawn. Ich bin bereit. Hol den... Aua. Warte mal. Hä? Das geht ja gar nicht. Wie jetzt? Bei dem hier konnte ich gerade gar nicht drauf. Ah, okay, das heißt, wir müssen jetzt quasi genauso wie vorhin das machen. Okay, dann drück mal drauf und ich bin gespannt. Okay, warte, ich drück drauf. Es geht los. 3, 2, 1, zack! Oh! Oh Gott. Da kommt er, da kommt er! Und oh mein Gott! Was? Wow, hä, der entgleist fast! Der entgleist! Oder? Der entgleist fast! Nee, nur das hintere. Nee, der eine ist der kommt der. Da kommt der! Da kommt der, da kommt der! Und... Oh mein Gott! Was? Wow! Das Ding ist, pass auf, wir haben es jetzt geschafft, dass der Zug von den Gleisen geht, aber er fährt trotzdem noch weiter. Wir müssen ihn ja aufhalten. Wir müssen ihn ja komplett aufhalten. Ich will, dass der komplett Schrott geht. Der soll richtig kaputt gehen. Okay, jetzt hatten wir gerade den krassen Bus, das können wir jetzt hier noch holen. Welchen nehmen wir mal? Ich glaube, ich nehme mal jetzt hier den... Da ist ein Truck auch noch, ne? Hier ist ein Mini-Antriebszug. Aua! Achso, ich muss das kaufen. Das ist anscheinend so ein Mini-Zug oder so. Ich würde sagen, ich nutze auf jeden Fall gleich mal. Hier mal. Ich habe ein Wohnmobil. Alter. Ein Riesenwohnmobil. Vielleicht müssen wir auch mehrere Fahrzeuge davor stellen. Ey, da sagst du was. Warte mal. Ich stelle jetzt mal das Wohnmobil hin, dann stelle ich noch was dahin. Ja, genau. Ich mache es auch ganz kurz hier. Auf welcher Bahn kommt der denn die ganze Zeit? Ich glaube, der kommt ist verschieden. Deswegen müssen wir, glaube ich, beide abdecken. So, jetzt gehe ich wieder zum Spawn. Ja, und weiter geht's hier mit noch weiteren Fahrzeugen. Ich glaube, diesmal nehme ich hier mal den Smokey-Bus. Was ist das denn für einer? Ich glaube, ich hole mir jetzt mal hier diesen Big Truck. Oh, wir können auch gleich noch in so einen Supermarkt reingehen. So, oh mein Gott, hier so ein normal. Alter, der Big Truck, guck mal, wie krass der aussieht. Was, der hat vorne diese Schaufel? Ja, Safety von GTA 5, da diese Spitze. Ne? Oh, ich kann hier auch nicht wegkommen damit. Okay, warte, jetzt kommt Okay, ich pack die Karre so. So. Oh mein Gott, das schafft doch die Bahn nie. Okay, komm, starte. Okay, das schafft die niemals. Glaubst du, wir können die damit aufhalten? Niemals schafft die Bahn das. Und also, zack, ich hab gedrückt, oh Gott. Ich bin sehr gespannt. Wo ist der? Muss ich auf den blauen drücken, ne? Auf den blauen? Auf den blauen draufdrücken, so, oh, jetzt, zack. der kommt. Oh Gott, und? Oh mein Gott, Vorsicht! Was passiert hier? Aua. Oh mein Gott! Der entgleist ja komplett. Ich weiß, ist er komplett entgleist? Und der eine kommt auch noch. Oh mein Gott, der andere auch noch. Aber der haut völlig durch. Der andere hat gar nichts gemerkt. Aber
Lol, aber guck mal, den einen konnten wir hier aufhalten, den langen, ne? Guck mal, wo siehst ist du das? Das? Stimmt. Hier rechts von uns, hier steht, der hängt ja noch. Oh, der wäre echt aufgehalten. Alter, krass. Ey, der Zug wurde ja anders geholt. Okay, warte mal. Ja, aber mal, jetzt müssen wir doch den anderen aufhalten. Ja, wir müssen unbedingt den anderen aufhalten. Ich glaube, wir können jetzt hier die größten und dicksten Fahrzeuge holen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig jetzt hier. Ja, die stehen da. Oh mein Gott, der rastet doch dann noch aus, der Zug. Guck mal, wie der da rumwackelt. Hey, stimmt, wir haben ihn, glaube ich, komplett kaputt gemacht, ne? So, warte mal, ich spawn jetzt mal hier so ein paar Sachen. So Truck, ja, Single, ich Double. Mal den Truck. Was haben wir noch so hier? Oh mein Gott. So Holz. Mit so Holz drauf. Okay, aber guck dir mal meine Trucks an. Oh mein Gott, die sind echt krass. Ich habe hier noch so einen mit so einer Sprungfeder, so ein Bus. Aua. Auch wichtig, auch wichtig. Ich hole auf jeden Fall gleich nochmal den anderen. Ich habe mir, glaube ich, gerade so einen Zug oder so gekauft, kann sein, ne? So, okay, hier habe ich schon mal einen im Weg. Ja, sehr gut. Beide geht's wieder zurück. Ey, ich habe hier voll Probleme, da hochzukommen. Ey, du hast dein Ding da voll blöd gemacht. Gar nicht, das ist voll perfekt. Natürlich. Muss ein bisschen gucken, mit Speed. Das ist mit Speed. Guck. Ah ja, okay. So, jetzt habe ich hier schon die Front dran. Drück wieder weiter. Ja. Soll ich mal diesen Dreifachdecker nehmen, den ich mir hier Ja, hol schon mal den Dreifachdecker, weil ich hole jetzt auf jeden Fall, glaube ich, den Mini-Antriebszug, den ich mir eben geholt habe, ne? Jetzt habe ich ihn. Alter, der sieht so krass aus. So, was hab ich jetzt hier? Was? Wie der aussieht. Guck mal, was ich habe. Ein Zug, lol, ein eigener Zug. Und du hast einen Dreifachbus? Ich hab diesen Dreifachdeckerbus, Alter. Pass auf, Alter, okay. Wie lang meiner ist. Ja, Mann. Junge, das hat ja immer noch kein Ende. Okay, warte. Schön draufbauen, da, hier lenken. Oh, aua. Aber so, ich hätte ja auch abgehalten. Ordentlich Speed jetzt hier rauf. Ey. Der hat mir Anstoß gegeben. Aber warte mal. Der wird doch locker wahrscheinlich hinten noch enden. Ne? Das heißt, ich packe jetzt ganz kurz mal den Zug. So, okay, muss reichen. Hier so hin. Alter, so. Mein Ding ist hier auf jeden Fall sehr, sehr stark platziert. Ich glaube nicht, dass der Zug das dieses Mal schaffen wird. Ich habe jetzt hier eine komplette... So, er muss zweimal... Da hinten erst. Alter, ja, okay. Oh mein Gott. Okay, also wenn der das jetzt schafft... Das wäre zu crazy. Ich habe jetzt aber auch was hingestellt. Ich glaube, ich habe auch noch den Dreifachdecker. Den habe ich, glaube ich, auch gekauft. Ich guck mal ganz kurz. Ah, okay. Ja, gut. Guck mal, ob du den auch noch aufsetzen kannst. Okay, dann können wir auch noch mal hinsetzen. Hey, jetzt kann ich hier nicht in den Bus rein. Oh Gott, ich habe einen zweiten gespawnt. Ich mache das Game kaputt. Hat gerade geleckt. Ich weiß, ich habe gerade das Game Pass kaputt gemacht. Alter. So, Busspawner. Ey, ich rutsche hier auch die ganze Zeit immer so komisch. Ich fliege weg, wenn ich hochspringe, du auch. Okay, warte mal. Jetzt habe ich den. Geht das? Okay, jetzt komme ich. Jetzt können wir bei den Zug beschwören. Alter, ich bin ganz gespannt. Das hält der im Leben nicht aus. Ich glaub, den halten wir auf jeden Fall safe. Was hast du gemacht? Alter, pass auf da. Ich bin kurz auf die Seite geflogen. Alles entspannt. Ja. So, ich weiß nicht, die Spitze. Das könnte reichen. Mal schauen. Oh, das ist, glaube ich, perfekt. Er muss hier durch drei Busse, glaube ich, super, durch. Super. Alter, das kann der im Leben, schafft er das nicht? Also, wenn der Zug das jetzt schafft, dann weiß ich auf jeden Fall auch nicht mehr, was es für ein Alter. Zug ist. Ne? Leute, ich kann hier den Train spawnen. Lol, wo ich mich dann. Dreh mal auf rechts auf Tepeto Train. Ja. Und da kommst du dann zum Bahnhof, da kannst du einsteigen. Was? Da kannst du dann in den Zug gehen. Bin ich denn gemacht? Ja. Hier jetzt. Guck mal, jetzt können wir den spawnen. Aber wir müssen ja zu dem anderen, glaube ich, hin, ne? Ja, genau. Wir müssen da hingucken. Wir müssen zu dem hier. Pass auf, ich hole mir mal ganz kurz hier ein kleines Auto, damit können wir dann hier hochfahren. Ich habe einen gespawnt. Ich glaube, ich kann jetzt hier rein. Hä? Das ist ein anderer Zug irgendwie. Ja, ich bin jetzt hier im Zug drin. Ja, okay, ich gucke mir das ganze Spektakel an. Dann machen wir zuerst deinen. Warte mal, wie bist du denn zu deinem gekommen überhaupt? Du musst nochmal auf TP-Train drücken, dann kommst du, glaube ich, zu mir. Und dann kann man jetzt hier reingehen. Ich steig mal ein hier. Ja, was ist denn das für einer? Der ist ja voll krass. Ich kann dann fahren. Und ich glaube, ich kann jetzt hier drücken. Ja. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Was ist das für ein krasser Zug? Hä? Oh mein Gott. Der ein Gleis da gefahren. Hä? Also. Hä, was ist denn das für ein Müllteil? Also, das ist ja echt richtig Müll. Hä, hey, jetzt sind alle Fahrzeuge weg. Wie sind die weg? Du hast gerade irgendwas gemacht. Ich hab hier den Train Spawner drauf gedrückt. Nein! Jetzt sind die Fahrzeuge weg, die wir gerade hingestellt haben. Okay, warte, wir stellen nochmal ganz kurz dahin. Boom, okay, ich habe jetzt, glaube ich, ordentlich Fahrzeuge hingestellt. Oh. Alter, echt einige, ne? Einige am Start. Okay, dann würde ich sagen, starten wir den Arm Zug. Verloren sich gerade. Okay, dann ich gehe, welchen müsste jetzt am besten spawnen? Ja, wir können nur einen einzigen spawnen, das ist der da vorne. Ja, okay. Nimm dir mal diesen Militärjeep, der da steht, damit kannst du schnell rumfahren. Und dann kann ich den hier vorne sozusagen spawnen und dann kommt der gleich von der Seite. Ja, ich kann den leider nicht nehmen, das funktioniert mit dem irgendwie gar nicht. Okay. Kein Problem, aber geh mal da vorne in die Position, wo du gut gucken kannst und dann würde ich nämlich jetzt hier den spawnen, den Zug. Okay, warte, ich kann hier auf jeden Fall gut gucken. Okay. Boah, ist gespawnt, es geht los. Oh mein Gott. Oh Gott, erstmal jetzt kommt die von der Seite hier. Da kommt der eine. Hey, der ist weggespawnt. Hey, die spawnen weg. Da jetzt. Jetzt geht's ab. Die sind aber weggespawnt. Zwei, bei mir auch. Eins und wow.
Alter, die sind weggespawnt kurz vorher. Also, ja, aber trotzdem krass gewesen. Ey, da hinten fliegt sogar noch ein Zug am Horizont. Keine Ahnung, was der da hinten macht. Keine Ahnung. Hä? Was macht aber der spawnt die ganze Zeit die Sachen weg, ist ja voll blöd. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir zu lang gebraucht oder so, das kann auch sein. Aber der ist ja gerade in dem Moment weggespawnt. Ja, aber egal, ich will dir mal was zeigen, okay? Und zwar können wir hier vorne zu diesem Bahnübergang gehen und da können wir nämlich verschiedenste Objekte auf die Gleise spawnen. Und dann will ich mal gucken, wie zum Beispiel, wir können auch so einen riesigen Muldenkipper spawnen, der irgendwie 50 Tonnen wiegt oder sowas, ne? Train vs. Cars. Ja, pass auf, ich spawn mal was anderes hin, da bin ich mal ganz... Oh Gott! Wow! Alter! Wow! Was? Hä? Hast du das aktiviert oder hab ich... Oder guck mal, der fliegt weg. Das ist doch so eine Eisenbahn... Alter, die Schlange! Der Drache! Hä? Das ist, glaube ich, ein Drache. Welcher Drache? Da oben hinter... Da, wo ich jetzt hingucke. Der Drache. Was passiert denn da oben, Alter? Keine Ahnung. Okay, dann sind das jetzt so eine Objekte. Ja, jetzt drück mal auf Start. Und jetzt sind jedes Mal andere Objekte. Und jetzt werden... Okay, dann werden die quasi davon aufgehalten. Aber... Genau, oh mein Gott, die sind ineinander gecrashed. Okay, ich will mal gucken, was passiert, wenn mich jetzt ein Zug umfährt. Und go! Oh mein Gott, der hat mich einfach umgefahren. Wow, mich auch. Ey, der hat mich einfach umgefahren, ich glaub's ja nicht. Okay, ich spawn ihm mal das nächste Objekt und drei LKWs. Was? Okay, das komm, drück mal beim Zug auf, oder ich drück hier auf Start, okay? Warte, 3, 2, 1, okay, und die Bahn kommt. Es kommen zwei Züge, Oh mein Gott. Was? Wow, ey, was passiert Alter, hier? Alter, pass auf. Ich wurde erwischt. Oh mein Gott. Ich wurde erwischt. Oh mein Gott. Ey, was Alter, die fliegt. Die fliegen schon alle. Wieder, das ist sogar die Lokomotive. Okay, mach mal Reset. Warte mal, ich spawn hier jetzt. Das ist das, was ich meinte, der 50-Tonner. Yo, was ist denn das für ein Ding? Ich sehe es gerade. Okay, ich habe gespawnt. Jetzt guck hin. Ey, ich wurde schon wieder erwischt. Guck mal. Ich sehe dich. Der wurde genau in zwei Hälften geteilt, der Muldenkipper hier. Ja, und wieder zu mir hingejagt, das doofe Ding. Alter, nicht schlecht. Ich muss sagen, sah auf jeden Fall echt richtig crazy aus. Sehr, sehr wild. Ein schweres Ding, ey. Wir haben beide Züge aufgehalten, ne? Auch nicht schlecht. Ja, sehr gut. Das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Messe möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die bei mir aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.